Herzlich willkommen. Als erstes möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin, Medium und ich beherrsche die Kunst des Kartenlegens. Ich biete auch Beratungen an, auch über Telefon, über Skype, E-Mail-Beratungen und auch Videoberatungen. Diese Videoberatungen sind selbstverständlich anonym. Diese Aufnahme ist auch eine Videoberatung, ein Partnervergleich astrologisch. Und diese Aufnahme ist für Marlene. Liebe Marlene, ich möchte mich erstmal bedanken für dein Anvertrauen, bedanken über deine Treue und bedanken über diesen Auftrag. Sei herzlich willkommen, das ist dein Video. Ich kann kurz beschreiben die Situation. Du hast dich verliebt, eine sehr schöne, leidenschaftliche Liebe, große Anziehungskraft, aber er flirtet mit anderen Frauen und du weißt nicht, ob du ihm vertrauen kannst. Du weißt nicht, ob wirklich das eine feste Beziehung führen kann und wie gehst du damit um. Du hast auch Fragen gestellt, was ich Ende dieser Aufnahme auch beantworte. Aber ich möchte erstmal die beiden Horoskopen vergleichen, auch die erste Begegnung auch. Fließt auch rein, da sage ich auch etwas dazu. Und in dieser Stelle möchte ich betonen, wie wichtig das ist, die erste Begegnung, die erste Kontakt, weil da sind auch gespeicherte Informationen drin und zeigt auch, wie verlaufen die Dinge. Nicht nur in die liebe Partnerschaft, sondern bei jedem Neuanfang. Und ich beginne. In diesem Moment, wo du geboren bist, in diesem Augenblick, ist die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont aufgestiegen und hat dich begrüßt in diesem Erdenleben. Du hast damit wie eine Art Kostüm bekommen und du trägst dieses Kleid, dieses Kostüm, weil das ist ein Auftreten und so nehmen die Menschen dich auch wahr. Also Aszendent Steinbock. Das Leben bleibt aber nicht stehen, also du bleibst nicht in diesem Moment der Geburt, sondern du machst auch Lebensschritte und das sind bestimmte Phasen, Perioden. Und das sind die sogenannten 7-Jahren-Perioden und man kann das bestimmen von allein von dem Geburtsdatum, welchen Periode befindest du dich gerade, auf welchen Boden bewegst du dich gerade, weil das wirkt in den kommenden Jahren auf deinen Alltag. Du bist noch im Waage, das heißt, Partnerschaft ist für dich wichtig, auch die Gerechtigkeit ist zurzeit dir wichtig. Du möchtest auch etwas im Gleichgewicht bringen, brauchst auch Luft zum Atmen, Leichtigkeit, das sind die Themen. Aber jetzt übergehst du mit deiner Lebensperiode in die Tierkreiszeichen Skorpion und das ist eine Art Wandlung. Aber da kehre ich noch dazu zurück. Welchen Lebensbeginn hat er in diesem Moment, wo er geboren ist? Die Tierkreiszeichen Schütze ist in Osthorizont aufgestiegen, hat ihn begrüßt. Er hat dieses Kostüm, das ist sein Auftreten, also er hat einen Teil von dieser Schützeneigenschaften, das ist nicht seinen inneren Kern, sein inneren Wesen, aber er vermittelt zu anderen dieses Gefühl, diese Beweglichkeit oder Sport oder Unternehmungen, auch die Optimismus, das, was eine Schütze ausstrahlt, das ist sein Auftreten, das strahlt er auch aus. Und interessant ist, dass du in Tierkreiszeichen Schütze geboren bist. Das heißt, es ist schon im ersten Moment die Anziehungskraft da. Und wenn ich anschaue, die erste Begegnung war die Tor zur Partnerschaft genau in die Schütze.
Also Schütze spielte eine Rolle. Du bist in Tierkreis einen Schütze geboren, sein Aszendent ist Schütze und bei der ersten Begegnung öffnet sich ein Tor, ein geheimes Tor zur Partnerschaft, war auch im Schütze. Sein Leben bleibt auch nicht stehen, sondern er macht auch Schritte. Das sind die Lebensschritte, diese 7-Jahre-Periode. Und er bewegt sich auf einen Boden und das ist die Tierkreiszeichen Löwe. Und für ihn bedeutet das etwas, die Tierkreiszeichen Löwe, weil er ist in Tierkreiszeichen Löwe geboren. Und all das passiert bei ihm im 8. Haus und im 8. Haus hat eine Analogie zu dem Tierkreiszeichen Skorpion, eine Wandlung bis zum Selbstfindung. Und da ist gerade Mitte drin in dieser Periode, in dieser Phase. Und du bewegst dich in die nächste Zeit auch im Skorpion, aber bei dir geht es um eine Reise. Das kann bedeuten, dass du im Ausland Erfahrungen sammelst. Oder neigst du dazu, im Ausland zum Urlaub machen oder im Ausland zu leben, auswandern? Also Thema Ausland spielt in die nächste Zeit eine Rolle. Aber diese Reise, was du gerade mit deinen Lebensschritten machst, mit deiner Lebensphase, kann auch eine innere Reise sein. Eine religiöse Richtung oder eine spirituelle Reise. Aber du befindest dich in einer Wandlung und er befindet sich in einer Wandlung. Bei dir geht es um Reise und bei ihm geht es um die Selbstfindung. Wenn ich zurückkehre auf sein Aszendent, ich wiederhole nochmal, der Aszendent bedeutet die Geburtsmoment, die erste Atemzug. Was passierte bei ihm in diesem ersten Atemzug? In diesem Moment ging die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont auf, wie ein Sonnenaufgang. Ihn hat es begrüßt und hat ihm diese Schutz gegeben oder diese Kostüm gegeben. Für diesen Aszendent, diesen Moment, seine Geburt, wurde ein Stern ihn auch begrüßt. Ein Stern hat ihn bestrahlt in seinem Geburtsmoment. Und diesem Stern heißt Sabik. Und diesem Stern Sabik befindet sich in Schlangenträger. Das ist ein Sternbild im Himmel. Es ist nichts anderes als Asklepios, der himmlischen Arzt. Und das ist schon eine Botschaft. Erstens, dieser Sabik heißt übersetzt die Vorausgehende, jemand, wo etwas vorahnt. Und diese Talent, diese Vorahnung, dieser siebte Sinn ist in sein Wiege gelegt geworden. Das heißt, er ist die Vorausgehende, er hat diese Vorahnung, was da er spürt, was da kommt. Aber der Sternbild Schlangenträger prägt auch etwas in seine Persönlichkeit. Das besser zu verstehen, erzähle ich die Geschichte von diesem Sternbild, die griechische Mythologie vermittelt uns bildhaft. Zu diesem Schlangenträger gibt es auch eine Geschichte von griechischer Mythologie. Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlischen Arzt. Und er ist der Sohn von Apollo, von dem Sonnengott. Seine Geburt wurde um tragischen Umstände. Es gab eine wunderschöne Frau und eine Königstochter. Und sie hat sich an Apollo, an diesem Sonnengott, verliebt. Ihr Bruder sagte zu ihr,
sei vorsichtig mit Apollo, mit ihm eine Beziehung einzugehen. Er wird immer strahlen und du stehst immer in seinen Schatten. Du wirst diese Glanz, was die Sonne hat, nie erreichen. Dieser Mädchen, diese Königstochter, glaubt nicht, was ihr Bruder ihr gesagt hat und ging in eine Beziehung ein mit Apollo, mit diesem Sonnengott. Und tatsächlich geschah das, was ihr Bruder sagte. Der Glanz war immer bei dem Sonnengott Apollo und sie wurde immer übersehen, aber sie brauchte die Bestätigung. Sie brauchte die Bestätigung von anderen. Wo hat sie das geholt? Von anderen Männern. Und Apollo, der Sonnengott, wurde eifersüchtig. Das Fremdgehen dieser Königstochter war gar nicht aus dem Grund, dass sie andere Männer geliebt hat. Sie liebte nach wie vor Apollo, aber sie wollte auch dieser Glanz, die Mittelpunkt zu stehen. Und da entstanden die Missverständnisse. Und aus Wut oder aus Eifersucht hat Apollo die Königstochter getötet. Vor sie aber starb, sagte zu Apollo, dass sie schwanger ist von ihm. Und so gebar diese Asklepios, der Schlangenträger. Und im Hof bei Apollo, bei dem Sonnengott, wirkte Chiron oder Chiron, der Heiler, der göttlichen Heiler, und sorgte für die Erziehung für diese Asklepios. Und Chiron bringte die Heilkunst bei und so wurde Asklepios der himmlischen Arzt. Später rettete er ein Kind und dieses Kind ist in einen Honigtopf gefallen. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Wie heilt diesem Kind? Kamen zwei Schlangen. Asklepios ist auch der Schlangenträger. Der eine Schlange bringte die Heilkräuter, der andere Schlange die Gift. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Mit was heilt er das Kind? Der Gift oder die Heilkräuter? Zum Glück hat Asklepios die richtige Entscheidung getroffen und mit diesem Heilkräuter heilte das Kind. Und diesen Sternbilder, der Schlangenträger, wirkt auf seine Person. Vielleicht ist ein Zusammenhang sogar mit seiner Mutter, dieser Königstochter, wo auch das Glanz brauchte. Er ist nun mal in Tierkreiszeichen Löwe geboren und er braucht auch dieses Glanz. Und er möchte auch bei Frauen gut dastehen. Er braucht diese Bewunderung. Er mag auch nicht in die Schattenseite des Lebens zu sein. Sein Problem ist, dass die Löwe bei ihm eingesperrt ist. Eingesperrt im 8. Haus, der Haus der Wandlung, was einen Bezug zu Tierkreiszeichen Skorpion hat. Und genau in diesem Boden, in dieser Lebensphase, befindet er sich zurzeit. Er macht diese Wandlung, die Selbstfindung, auch die Befreiung, sein Selbst, sein Selbstbewusstsein zu leben. Dann braucht nicht die Bestätigung von anderen Frauen. Und das hat auch einen Zusammenhang zu diesem Herkunft von diesem Schlangenträger. Aber diesem Stern Sabik hat einen Bezug zu ihm. Dieser Stern bestrahlt die Moment sein Geburt und wie ich schon sagte, übersetzt heißt dieser Stern die Vorausgehende, was etwas vorahnt, was kommt. Und diesem Stern Sabik befindet sich im Schlangenträger. Das ist auch ein Hinweis, dass er immer wieder wichtige Entscheidungen trifft in sein Leben. Und das ist für ihn nicht einfach.
Entscheidungen zum Treffen. Er hat nämlich eine Jodfigur in sein Horoskop und das erschwert die Entscheidungen. Aber das erkläre ich später. Also wichtig ist zum Wissen, dass er die Aszendent Schütze hat. Du bist in Tierkreiszeichen Schütze geboren. Ihr habt schon mal da einen Bezug zueinander, die Anziehungskraft. Und dein Aszendent ist Steinbock. Das heißt, in diesem Moment, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont aufgestiegen. Und die beiden Tierkreiszeichen, Schütze und Steinbock, die sind benachbarte Tierkreiszeichen. Und die benachbarte Tierkreiszeichen sind miteinander befreundet. Sie unterstützen sich gegenseitig. Auch wenn sie unterschiedlich sind und unterschiedlich wirken, sie haben eine gegenseitige Unterstützung. Sie stehen auch sehr nah. Und das ist eure Geburt, er Schütze, Aszendent, du Steinbock, Aszendent. Und das heißt, er bringt in dein Leben die Bewegung. Die Schütze ist beweglich, hat auch einen Bezug zum Ausland, zum Reisen, was für dich als Schützegeborene sehr vertraut ist, natürlich. Und du die Bodenständigkeit bei Steinbock, die Ernsthaftigkeit, auch dass er die Ziele verfolgen soll und nicht aufgeben soll, diese Unterstützung kommt von deiner Seite. Also das ist dieser benachbarte Aszendent. Er ist die Bewegliche, die Tierkreiszeichen Schütze ist beweglich, das ist sein Geburtsmoment, also sein Auftreten, seine Ausstrahlung. Bei dir ist die Steinbock die Aszendent und die Steinbock gehört zum kardinalen Tierkreiszeichen, das heißt die Bestimmende. Du bestimmst, wie sich das alles bewegt in die Beziehung, durch dein Auftreten, und du bringst da die Struktur, Steinbock, und auch die Bodenständigkeit. In erster Begegnung, wo ihr kennengelernt habt, in diesem Moment, wo euch kennengelernt habt, ist die Tierkreiszeichen Zwilling in Osthorizont aufgestiegen. Und die Zwilling bedeutet Kontakte, Gespräche, eine Veranstaltung. Es war auch in einer Veranstaltung, das heißt, es sind viel in Bewegung, viele Menschen, Kontakte, Gespräche, und so war es das auch. Aber wichtig ist bei diesem Moment auch, welche Tor öffnet sich in diesem Moment im Partnerschaftshaus, und das war Schütze. In diesem Moment, wo euch begegnet habt, war die Tor, diese geheime Tor zu Partnerschaft in Tierkreiszeichen Schütze. Und nicht nur Schütze, öffnet sich die Tor zu dem Partnerschaft, wo ihr beide einen Bezug zum Schütze habt, weil du hast die Sonne im Schütze, er hat Aszendent Schütze, also hat euch beide das angesprochen, habt ihr diese Tor geöffnet. Nicht nur die Schütze wirkte, sondern Saturn stand in diesem Tor und öffnet die Bereich, die Lebensbereich, die Partnerschaft in dem Moment, wo euch erstes Mal begegnet habt. Und Saturn ist der Planet der Schicksal, auch der Planet der Karma. Also war die Begegnung schicksalhaft. Der liebe Gott wollte, dass euch kennenlernt. Ganz einfach. Es gab auch einen Stern, wo diesem geheime Tor in dem Moment, wo euch kennengelernt habt, bestrahlt hat. Das ist Graphias, diesem Stern, und diesem Stern Graphias
befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, der Kopf der Skorpion. Also Gedanken machen, was vermittelt die Skorpion? Die Skorpion vermittelt die inneren Kraft. Die Skorpion vermittelt die Befreiung von allem, was stört im Leben oder befreit zu sein. Skorpion vermittelt auch Sexualität. Skorpion vermittelt auch eine Wandlung. Und der Kopf des Skorpion wirkte auch in dieser Begegnung, was ihr in Partnerschaft erlebt, weil das war der Tor zum Partnerschaft. Also die Gedanken machen über diese Wandlung, wo ihr beide euch befindet. Und das ist karmisch, das ist schicksalhaft, weil Saturn stand auch in diesem Moment. Er ist in Tierkreiszeichen Löwe geboren und wird seine Sonne bestrahlt von Algenubi. Diesem Stern Algenubi ist der Kopf der Löwe. Und der Kopf der Löwe bedeutet entweder, dass er zu Kopfmensch ist, wobei er hat die Mond in Tierkreiszeichen Fischen, also der hat schon die Wasserelement, der hat schon einen Bezug zu seinen Gefühlen, aber dieser Kopf der Löwen wirkte auch in seinem Geburtsmoment, steht zu seiner Sonne, zu sein Selbst. Die Gedanken wieder. Gedanken machen über sein Selbst und mal die Frage stellen, wer bin ich, warum bin ich da, welche Aufgaben habe ich? Und das ist bei ihm auch die Befreiung, die Selbstbefreiung, weil bei ihm ist die Tierkreiszeichen Löwe eingesperrt. Er fühlt sich nicht frei, er hat noch keinen Zugang zu sein Selbst. Bei deiner Sonne in Tierkreiszeichen Schütze, du bist in Tierkreiszeichen Schütze geboren, das heißt deine Sonne steht im Schütze, ist auch ein Einfluss von Akumen. Akuleus und Akumen, es sind Nebel. Nebel im Bereich der Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Das heißt, diese die Zentrum der Milchstraße, unsere Galaxie, diesen Bereich und die Sterne rundherum von diesem galaktischen Zentrum hat bestrahlt dein Geburt, wirkt auf dein Wesen, auf deine Sonne, weil das ist dein Selbst. Sonne drückt aus das Selbst. Und das bedeutet für dich, auch wenn das benebelt ist, auch wenn alles undurchschaubar ist, wenn keine Klarheit gibt, hast du die Bedürfnis, konzentriert zu bleiben und dieses Ziel zu verfolgen. Und das passiert im Schütze, genau dort, wo deine Geburtssonne steht. Interessant ist zum Wissen, was steht gegenüber im Zwilling. Weil das spiegelt immer etwas. Wir sollen astrologisch immer schauen, was liegt gegenüber, weil da bekommen wir einen Spiegel. Gegenüber von deiner Sonne ist die Polarstern im kleinen Bär oder kleinen Wagen. Polarstern oder Nordpol dient zum Orientierung. Du darfst die Orientierung nie verlieren, weil so bleibst du immer in dein Selbst, in deiner Mitte, im Gleichgewicht. Das ist für dich enorm wichtig, auch wenn dieser Nebel wird, wo für dich selbst auch alles so undurchschaubar, unklar ist, darfst nicht aufgeben, immer konzentriert bleiben. Dabei hilft natürlich die Steinbock-Aszendent, ganz klar, ein Steinbock gibt nie auf. Und das ist wichtig und auch diese Orientierung, diese Konzentration. Jetzt schauen wir an der Mond. Wie wirkt der Mond in euren Horoskopen? Und Mond hat eine wichtige Bedeutung, weil Mond symbolisiert die Mutter, Mond symbolisiert das Unbewusste, Mond symbolisiert die Gefühle. Er hat die Mond in Tierkreiszeichen Fischen. Das ist sein Innenleben, sehr verträumt, er hat Fantasie.
Er hat Visionen, er hat einen ganz, ganz starken Bezug zum Träumen und zum Gefühlszustand. Aber bei Tierkreiszeichen Fischen ist wichtig zu betonen, dass in diesem Tierkreiszeichen zwei Fischen sind. Was viele wissen das, einige wissen das nicht. Und verallgemeinen die Tierkreiszeichen Fischen. Aber das ist ein großer Unterschied, sehr großer Unterschied, welcher Fisch lebt man. Astronomisch bedeutet das der südlichen Fisch und der nördlichen Fisch. Ich würde astrologisch mal so beschreiben, die eine Fisch schwimmt nach links, die andere Fisch schwimmt nach rechts. Die eine Fisch schwimmt mit dem Strom, andere gegen den Strom und das macht aus. Und diese Entscheidung treffen die Fischengeborenen selbst. Bei ihm geht es um seinen Gefühlszustand. Die eine Fisch, die eine Richtung, die Fischengeborenen oder die, wo Fischmond haben, so wie bei ihm, was seinen Gefühlen symbolisiert, wenn er dieses Vertrauen hat, Vertrauen an sich selbst, Vertrauen an Gott, Vertrauen an dir, Vertrauen um das Leben. Wenn er allgemein dieses Vertrauen hat und auch das Vertrauen, das Gefühl, das Wasserelement, dann macht die Lebenserfahrungen, diese Wasser trägt ihm. Kann nichts passieren. Ein Fisch kann schwimmen und kann die Element Wasser, was natürlich hier die Gefühle symbolisiert, genießen. Er kommt zum inneren Ruhe, er kommt zum inneren Harmonie. Und in diesem Bereich ist auch die Quelle, die Intuition. Dann sprudelt die Intuition, die Inspiration und er hat diese Quelle. Das ist die eine Richtung. Natürlich, da braucht man das Vertrauen. Vertrauen des Fluss des Lebens, Vertrauen an sich selbst, Vertrauen an die Schöpfung, Vertrauen an die Liebe, Vertrauen an dir und das Glauben daran. Wenn die Glaube auch noch dazu kommt, dann schwimmt alles auf ihn zu und es trägt. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist, wenn dieses Vertrauen und dieser Glaube fehlt, dann schwimmt man gegen den Strom und erlebt man hohen Wellen in diesem Ozean, die Gefühlen, und da bekommt man Angst. Und es zieht nach unten. Und es ist der andere Zustand, Angst von Leben. Und bei Tierkreiszeichen Fischen, wo auch Jupiter herrscht, und Jupiter ist nicht nur das Glück, sondern Jupiter neigt dazu, etwas zu übertreiben. Und wenn er das noch übertreibt und hier im Tierkreiszeichen Fischen herrscht nicht nur Jupiter, sondern auch Neptun. Und es ist ziemlich benebelt auch. Natürlich ist Neptun die Traum, die Vision, die Inspiration und Intuition und Träume wunderbar. Das kann er auch leben. Aber dieser benebelte Neptun löst aus, dass man diese Neigung hat, wenn man in die falsche Richtung schwimmt, weil man kein Vertrauen hat, weil man kein Glauben hat an sich selbst, kein Glauben an die Schöpfung, an die Zukunft, keinen Glauben mehr an die Liebe und kommen diese hohen Wellen und natürlich kennt diesen Gefühlszustand, dann ist die Neigung da zum Alkohol, Drogen, weil sucht dieser benebelte Zustand, dann wirkt natürlich dieser Neptun-Einfluss negativ. Die Neigung ist da. Die Frage ist nun, welche Richtung sind seinen Gefühlen? Und das kann nur er selbst in Ordnung zu bringen. Also das ist sein Fischenmond. Er ist 2 Tage nach Vollmond geboren in einer abnehmenden Mondphase.
Und diese abnehmende Mondphase ist natürlich dafür da, von alles loslassen, verabschieden, was ihm stört im Leben. Und gerade in diesem Skorpion-Boden bewegt sich, beziehungsweise im Löwe-Boden, aber im Skorpion-Haus, also hat schon die Löwe-Energie in dieser Richtung Wandlung bei ihm. Und das wäre für ihn, für seinen Gefühlen sehr wichtig, alles verabschieden, loslassen, was seinen Gefühlszustand stört oder Angst auslöst. Es gibt ein wunderbarer Stern im Himmel und das bestrahlte sein Geburtsmond. Das heißt, in dem Moment, wo er geboren ist, wann er geboren ist, wurde sein Mond von Achenar bestrahlt. Und Achenar, diesen Stern Achenar, befindet sich in Sternbild Fluss Eridanus. Das ist ein Lebensfluss. Es gibt 9 solche Flüsse im Himmel. Dazu gehört auch die Fluss Eridanus. Und dieser Stern Achenar in diesem Sternbild, der Fluss des Eridanus, bedeutet das Ende des Flusses, die Quelle. Er hat diese Quelle in sich und das ist seine Intuition, das ist seine Inspiration und das ist mal zurück zu seinem Aszendent, wo auch ein Einfluss hat von dem Schlangenträger, die Vorausgehende, die wo alles vorahnt, das bekommt er, wenn er Zugang hat zu seiner Intuition. Und das zeigt Achenar, das Ende des Flusses, was nichts anderes ist als die Quelle, das Quelle der Weisheit, die Intuition. Interessant ist, bei den arabischen Mondhäusern und bei den indischen Mondhäusern wird sogar die ganze Mondhaus danach benannt. Also er hat diese Quelle, er muss es nur entdecken in sich. Dein Mond befindet sich im Krebs, auch im Wasserelement. Das heißt, ihr seid emotional miteinander verbunden. Ihr habt, was die Gefühle betrifft, einen Zugang zueinander. Ihr versteht euch ohne Worte, weil ihr fühlt. Und du bist auch ein Tag, er ist 2 Tage nach Vollmond geboren, du bist ein Tag nach Neumond geboren, nach Vollmond, Entschuldigung. Also nochmal, er ist 2 Tage nach Vollmond geboren und du bist ein Tag nach Vollmond geboren. Auch bei abnehmender Mondphase, da habt ihr wieder eine Ähnlichkeit. Verabschieden von allem, was stört, das sagt dein Gefühl oder du brauchst das für deinen Gefühlen. Und es sind nicht nur Kontakte oder Einstellungen zum Leben, Gewohnheiten, sondern auch Gefühlen wie Angstgefühl, Schuldgefühl, Zweifel. Das sind auch wichtig, davon zu verabschieden. Also hier ist das für dich auch bei dieser abnehmenden Mondphase, wo in deiner Geburt wurde gezeigt, hier hast du auch und er auch, ihr beide habt ihr eine Aufgabe, euren Lebensweg von vielen verabschieden, was euch stört in diesem Lebensweg. Von Personen verabschieden, die nicht gut gesinnt sind, zum Einstellungen, was euch vielleicht zu falscher Richtung lenkt oder eine Gewohnheit wie Rauchen oder Trinken oder wie auch immer, irgendwelche Gewohnheit, was auch nicht gut für eure Gesundheit und auch von Gefühlen verabschieden, wie Angst, Schuldgefühl, Zweifel, all von diesen Gefühlen. Also hier habt ihr auch beide. Und beide befindet euch gerade in dieser Wandlung. Du bewegst dich im Grenzbereich zwischen Waage und Skorpion mit deiner Lebensphase, mit deinen Lebensschritten, also übergehst im Skorpion und das sind diese Wandlung, das Loslassen und er im Löwe, aber im 8. Haus, wo auch ein Bezug zu Skorpion hat. Also bei ihm ist auch, damit er befreit ist, diese Wandlung zu machen, verabschieden, befreien,
befreit zu sein und verabschieden von alles, was löst. Das sind die gerade die Zeitqualität. In erster Begegnung war die Sonne in Waage, also auch die Thematik gibt ab, Waage hat einen Bezug zu Partnerschaft. Natürlich, Waage hat viele Bedeutung, Waage bedeutet Gerechtigkeit und Harmonie und Gleichgewicht, aber hat einen Bezug zu Du, also Bezug die Partnerschaft, und das führte euch auch zusammen. Und die Sonnenenergie in dem Tag, wo euch begegnet habt, natürlich bringt das Licht. Also das ist bewusst dann für euch beiden. In diesem ersten Begegnung, in diesem Moment, wo euch kennengelernt habt, stand der Mond in Konjunktion zu Venus. Also Mond zeigt die Gefühle und Venus ist die Liebe. Und die beiden haben in diesem Moment, wo euch kennengelernt habt, wirkten zusammen, weil sie standen in einer Konjunktion, das heißt im gleichen Tierkreiszeichen, im gleichen Gradzahl. Sie vereinen sie sich und wirken sehr stark. Und ihr beide stand in diesem kosmischen Einfluss, wirkt auf Gefühlen, auf die Liebe. Und die Thema ist die Waage, also Partnerschaft. Und die Mond und die Venus, genau in diesem Moment, befindet sich exakt im Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau. Die Löwe hilft ihm, sein Selbst zu finden. Bei dir steht die Löwe in deinem Geburtshoroskop im Partnerschaftshaus, hast auch einen Bezug zum Löwe. Und im Grenzbereich zu Jungfrau, Jungfrau natürlich das in Ordnung zu bringen. Du hast auch nicht nur die Löwe im Partnerschaftshaus, sondern auch Jungfrau im Partnerschaftshaus. Und dieser Moment, wo euch kennengelernt habt, stand die Mond, was die Gefühle symbolisiert, und die Liebesplanet Venus im Grenzbereich Löwe-Jungfrau. Und welcher Stern bestrahlt diese Position? Regulus, das ist dieser königliche Stand, der Herz der Löwen, also wirkt auf dem Herz. Das ist dein Herz, sein Herz, und das war eigentlich wie vorprogrammiert, diese erste Begegnung. Das heißt, die Liebesplanet und Mond, was die Gefühle symbolisiert, bekommt einen Einfluss in diesem Augenblick, wo euch kennengelernt habt, auf Stern Regulus, das Herz der Löwen, was auch eine Botschaft ist, hört auf euren Herz. In diesem Moment, in diesem Moment, wo euch kennengelernt habt, natürlich die Mond und Venus, genau die beiden haben einen Einfluss auf die Partnerschaft, weil hier geht es um Liebe, hier geht es um Gefühlen, und wirkt dieser Löwe Jungfrau, Mond und Venus, genau in diesem Grenzbereich, auf euren Horoskop harmonisch. Also für dich wirkte das sehr harmonisch. Er verspürte so lange, bis das alles noch im Löwen war, eine gewisse Unsicherheit, und wo dann die Mond und Venus überging im Jungfrau, dann kam das zu Harmonie. Das bedeutet, dass in diesem Moment, was natürlich auch wichtige Informationen liefert, in diesem Moment, wo euch kennengelernt habt, dieser erste Augenkontakt, wo die Freundin euch bekannt gemacht hat in dieser Veranstaltung, stand Mond und Venus in Verbindung. Und die wirken zusammen. Und das hat etwas ausgelöst auf euren Liebesleben, auf euren Gefühlen oder diese Verliebtheit, und wurde noch sogar von Regulus bestrahlt, der Herz der Löwen, löste was aus. In diesem Moment, die erste Begegnung, war noch Mond und Venus in Löwe. In diesem Moment war er noch unsicher.
Es wirkte zwar auf ihn persönlich, weil er ist in Tierkreiszeichen Löwe geboren. Also das hat ihn beeindruckt. Aber sein Löwe ist eingesperrt und sein Mond steht in Tierkreiszeichen Fischen. Er war unsicher dir gegenüber in diesem Moment, die erste Begegnung. Aber ein paar Momente später übergingen die Mond sowieso, weil Mond bewegt sich schnell auch. Also Mond war kurz drauf schon in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und in dem Moment, wo Mond überging in Tierkreiszeichen Jungfrau, dann folgte auch Venus. Venus dann bewegt sich langsamer, bisschen langsamer, aber überging auch im Jungfrau im laufenden Abend. Heißt das, das hat sich alles für ihn beruhigt. Das heißt, diese erste Hemmung oder diese erste Unsicherheit hat er überwunden, wahrscheinlich auch durch deine Art, wie du mit ihm umgegangen bist oder durch die Unterhaltung. Das hat sich dann sehr ruhig angefühlt für ihn. Dann kam zu Harmonie. Aber der erste Moment, noch die Einschränkungen wie die Hemmungen oder die Unsicherheit. Jetzt schauen wir dein Mond an. Dein Mond, was deinen Gefühlen symbolisiert, befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Natürlich, das ist wunderbar für den Mond, weil Mond herrscht über den Krebs. Also du hast eine sehr, sehr schöne Energie oder Bezug zum Mond. Und ganzes Leben lang wirkt das auf dich, dass du immer ganz feinfühlig reagierst auf die Mondbewegung, auf die Mondeinflüsse. Und Krebs bedeutet diese Mütterlichkeit, etwas geboren werden. Aber es ist nicht nur die Geburt der Kinder, sondern alles in unserem Leben hat eine Vorbereitungsphase, bis sich das sichtbar ist, bis wir das erreichen. Und das sind diese Vorbereitungen, in allem Lebensbereiche, und da hast du immer dieses Feingefühl, wie vorbereitest du etwas, wie bringst du das etwas ins Licht, ins Ziel, wie kommst du im Ziel, wie viel Zeit brauchst du, und hast du auch diese Geduld dazu, weil du weißt von innen heraus, das sagt auch dein Gefühl, alles braucht Zeit. Und das muss alles reifen, bis das Früchte trägt. Und diese Eigenschaften hast du an dir. Und das ist nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern auch beruflich, überall. Alles, was du so vorhast, du weißt, es braucht Zeit. Du nimmst diese geduldig an und du vorbereitest alles. Und du hast auch das Gefühl, wann ist der richtige Moment zum Handeln? Wann ist der richtige Moment, etwas ins Licht zu bringen oder klären? Und solange bist du eher im Rückzug, und dieses Feingefühl auf jeden Fall hast du durch diesen Krebsmond. Dein Mond wurde auch bestrahlt von einem Stern, und diesem Stern heißt Dirach. Dirach befindet sich im Tierkreiszeichen Zwillinge, das ist die hintere Fuß, die hintere Ferse der Zwillinge und symbolisiert die Schritte. Und da kommen die Krebseigenschaften, die Krebsmond dazu. Also hör auf dein Gefühl, und was sagt dein Gefühl, wie viel Zeit brauchst du, bevor du überhaupt Schritte machst. Und es ist nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern in jeden Lebensbereich. Dann kannst du die Frage stellen, was sucht diesem Stern Dirach von Tierkreiszeichen Zwilling hier, wo die Mond im Tierkreiszeichen Krebs ist. Die Antwort ist ganz einfach, diesem Tierkreiszeichen sind miteinander verschmolzen, die haben eine Verbindung zueinander, die eine ist kleiner, andere ist größer, also kann passieren, so wie bei dir auch, dass dein Mond im Krebs ist, aber bestrahlt ein Stern, wo eigentlich noch im Tierkreiszeichen Zwilling befindet. In erster Begegnung, wie ich schon sagte, war der Mond, was
bewirkt hat etwas auf euren Gefühlen im Grenzbereich zwischen Löwe-Jungfrau. Anfang, wo noch in Löwe war, war er unsicher, aber dann, wo überging im Jungfrau, wurde das alles etwas ruhiger. Bei dir, solange bis die Mond noch im Löwe war, hast du da kein Themen gehabt mit dem Krebsmond. Dein Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Bei der ersten Begegnung, war Mond im Löwe, und Krebs und Löwe, die sind benachbarte Tierkreiszeichen. Also das war für dich vertraut alles, sehr vertraut. Du hast wahrscheinlich gespürt in dem Moment seine Unsicherheit. Aber wo dann die Mond überging in Jungfrau und er wurde ruhiger, dann hast du das auch gespürt bei ihm. Das kommt jetzt alles in Ordnung, die ganzen Gespräche und wie das alles verläuft. Dann wirkte die Jungfrau, dass das alles für dich, für deinen Mond im Krebs und für seinen Mond in Tierkreiszeichen Fische natürlich gut gut gewirkt hat. Aber ich muss dazu sagen, dass dein Mond im Krebs und der Mond in dem Moment, wo euch begegnet habt im Jungfrau, für dich ist eine harmonischere Verbindung als zu ihm, weil ihm war der Mond genau gegenüber. Sein Mond, sein Geburtsmond, befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, und die erste Begegnung, wo euch kennengelernt habt, überging die Mond von Tierkreiszeichen Löwe auf Tierkreiszeichen Jungfrau und spiegelte ihm etwas, eine gewisse innere Unsicherheit ist immer noch spürbar. Zwar die Erde-Element Jungfrau war für ihn beruhigend, dass es alles in Ordnung kommt, aber er musste immer in diesem Gleichgewicht bleiben, ganze Abend schon, was sage ich, wie verhalte ich mich, dass das alles in Ordnung ist. Also er stand innerlich in einer Spannung. Was interessant ist, dass genau in diesem Bereich, in diesem Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau steht bei ihm im Geburtshoroskop Venus, die Liebesplanet Venus, das Weibliche, also die Frau. Die Frau. Und natürlich löste in sein Horoskop etwas aus. Man könnte das sogar so beschreiben, das könnte man vorher allein von die Horoskope sehen, dass in diesem Abend er eine wichtige Begegnung hat und trifft seine Frau, seine Seelenpartnerin, könnte ich sagen. Also das ist in seinem Geburtshoroskop beschrieben. Und natürlich die Mond- und die Venusbewegung in diesem Abend, wo euch kennengelernt habt, löste etwas bei ihm aus in die Liebe, Partnerschaft, und du als Frau, Venus. Venus bei ihm im Geburtshoroskop im Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau, aber schon im Jungfrau. Und natürlich hier steht er auch im Regulus-Einfluss, weil genau in diesem Grenzbereich wirkt Regulus, das Herz der Löwen, dass er, was die Liebesangelegenheit, wenn das um die Liebesangelegenheit geht, soll immer auch dann sein Herz hören. Nicht aus irgendeinen Vorteilen oder nicht, weil er glänzen will bei Frauen, sondern soll auf die Liebe achten. Wenn er verspürt diese Liebe, dann ist das die richtige Frau für ihn. Und das hast du vertreten in diesem Abend, wo er dich kennengelernt hat, ganz klar. Mond, Venus, genau in diesem Grenzbereich Löwe-Jungfrau, wo sein Geburts-Venus auch steht im Geburtshoroskop, wird sogar von Regulus bestrahlt. Regulus, das königliche Stern, das heißt, du erschienst in diesem Abend und er verliebt sich und du bist seine Königin. Und das war in seinem Geburtshoroskop beschrieben schon.
Also das ist auch wichtig, dass der Mond gegenübersteht. Und das heißt, er muss immer sich ausbalancieren im Allgemeinen, wenn es um seine Gefühle geht, in Liebesbeziehungen. Da braucht immer diese inneren Ruhe und immer darf nicht zu viel, nicht zu wenig. Und er weiß nie, wie er sich verhalten soll. Und in dem Abend genau, das war sein inneren Gefühl auch. Mond im Grenzbereich Löwe-Jungfrau in diesem Begegnung, wo ihr euch kennengelernt habt, hast du dieser Mond, was etwas ausgelöst hat bei euch beiden, steht zu deinem Geburtshoroskop sehr gut, weil genau wirkt in dein Partnerschaftshaus. Und genau in diesem Grenzbereich. Also jetzt gehen wir auf dein Geburtshoroskop ein. Du hast auch diesen Grenzbereich Löwe-Jungfrau. Bei ihm steht im Grenzbereich Löwe-Jungfrau die Venus, die Liebesplanet. Oder könnte ich sagen, bei männlichen Horoskopen die Frau, die Partnerin, die Seelenpartnerin. Genau, Löwe-Jungfrau, Grenzbereich. Bei deinem Horoskop im Grenzbereich Löwe-Jungfrau ist Pluto im Partnerschaftshaus. Also das wirkte auf dich auch. Dieser Pluto ist rückläufig. Das heißt etwas karmisch, etwas Wiederkehrendes in dein Leben und gut bestrahlt. Also das bringt auch natürlich Glück in dein Partnerschaftshaus durch diese Begegnung. Und es gibt ein Pluto-Prinzipien, alles oder nichts. Bei dir löst diese Begegnung auch entweder er oder gar nichts, alles oder nichts. Und du wusstest es, unbewusst wusstest es und ich glaube, du weißt es immer noch. Entweder er ist mein Mann oder kommt gar niemand mehr in die Frage. Auch wenn du versuchst, andere Richtung zum Denken oder umdenken oder vielleicht hoffen, dass ein anderer Mann kommt, aber in deinen Seele, in deinen Inneren weißt du, er ist es. Und das ist dieser Pluto in dein Partnerschaftshaus, auch im Grenzbereich Löwe-Jungfrau, wird bestrahlt von Regulus, von Herz der Löwen. Und das ist dein inneren Stimme eigentlich, wo dir klar und deutlich sagt, alles oder nichts, er oder sonst niemand. Jetzt schauen wir an der Planet Merkur, weil das hat auch Bedeutung, auch in die liebe Partnerschaft, selbstverständlich. Hier geht es um Kommunikation. Bei ihm steht Merkur in Verbindung zu Sonne in Tierkreiszeichen Löwe. Er hat ein Verlangen nach Klarheit und ein Verlangen nach Wahrheit auch. Und das ist die Löwe-Eigenschaften, aber auch die Sonne wirkt auch. Also er hat dieses Bedürfnis. Dieses Bedürfnis hat er. Und es kommt von seinem Inneren. Aber diese Merkur-Sonne im Löwe hat von Neptun einen Einfluss und Neptun blockiert das alles. Und Neptun ist dieser Benebelte, was gar nicht von ihm direkt kommt, sondern von elften Haus. Und das sind die Freunde, die falschen Freunde. Die falschen Freunde, wo er dieses Vertrauen verloren hat an die Wahrheit. Oder er wurde oft angelogen und er wurde oft betrogen. Mit Menschen in seinem privaten, in seinem Bekanntenkreis und Freundeskreis. Und das ist für ihn ein Vertrauensbruch gewesen, immer, vielleicht sogar in Kindheit schon. Und er hat sich da, er fühlt sich nicht frei, das zu sagen, was er denkt. Und er ist sehr vorsichtig. Andererseits mit dieser Löwe-Eigenschaften und mit Schütze-Aszenden möchte er sich beliebt machen. Er möchte, dass in seinem Leben viel in Bewegung ist, dass er Kontakte hat. Aber er ist sehr misstrauisch und
Er wurde auch in diesbezüglich natürlich einiges schon erlebt und er glaubt nicht an diesem, er vertraut nicht jede. Er würde gerne glauben. Das sind die Offenheit von den Löwen. Er ist in Tierkreiszeichen Löwen geboren. Sein Merkur ist auch Löwe. Und von Geburt aus, im Haus aus, hat er dieses Bedürfnis nach Wahrheit, nach Offenheit. Aber er selber ist auch eingeengt. Löwe ist eingesperrt. Dann kommt dieser Neptun-Einfluss von 11. Haus. Und 11. Haus symbolisiert die Freundeskreis, Bekanntenkreis. Und es ist bei ihm die Skorpion. Im 11. Haus steht Skorpion. Und da braucht hier auch eine Wandlung, das zu erkennen. Und hier hat eine Spannung. Spannung. Und das wirkt nicht nur auf sein Wesen, diese ganze Vertrauensbruch, was er schon erlebt hat, oder Betrug, Lügen und Betrug, was er schon erlebt hat, aber auch wirkt auf seine Sprache auch. Durch diese Erlebnisse oder durch diese Erfahrungen, er weiß nicht, was er sagen soll, wie er sagen soll, wem er sagen soll, wen kann er überhaupt vertrauen. Da ist eine gewisse Spannung da. Aber er kann nicht wie ein Eremit zurückziehen und sagen, jetzt bin ich misstrauisch, ich will jetzt keinen Kontakt und ich suche die Wahrheit in mein Inneren, dass sein Mond vielleicht im Fischen neigt dazu und der Einfluss auf seinen Mond, diese Achernal, diese Quelle, die Fluss des Lebens symbolisiert, dieser Fluss Eridanus, seine inneren Stimme, seine Intuition sagt, dass vielleicht er sollte das tun, aber sein Wesen braucht immer Löwe, braucht immer die Publikum, muss immer im Mittelpunkt stehen, dann sein Aszendent Schütze, dieser Trieb, diese Beweglichkeit, aber er vertraut nicht jedem und da besteht ihm schon eine Lernaufgabe, das zu überprüfen, weil er braucht hier eine gewisse Wandlung, unterscheiden von Spreu, von Weizen, von Spreu. Wen kann er vertrauen, wen kann er nicht vertrauen? Und da hat er eine gewisse Unsicherheit, eine innere Unsicherheit, was die Sprache betrifft, weil er weiß nicht, wie er sich ausdrücken soll. Und du hast auch ein Merkur-Thema, weil du hast die Merkur im Steinbock. Also du bist vernünftiger, was die Sprache betrifft. Ein Merkur im Feuerelement ist impulsiv. Ob das jetzt Schütze ist oder Widder ist oder Löwe ist, das ist einfach die Feuer, die Begeisterung und dann die Offenheit auch. Man überlegt nicht so viel und man sagt das einfach. Und ein Steinbock Merkur reagiert anders und das ist dein Merkur-Position. Du bist viel überlegender und du weißt ganz genau, du bist diplomatischer. Also erstes Mal, du kannst schweigen, dann überlegst du ganz genau, was du sagst. Du kannst es auch einordnen, wen du etwas sagen darfst oder vertrauen kannst, da bist du sehr vernünftig. Und du kannst auch natürlich schweigen. Also das ist die Vernunft der Steinbock, aber dein Problem ist, was du als Positives auch betrachten kannst, also man muss nicht als Problem sehen, ich würde eher sogar sagen, eine Aufgabe hast, dass dein Merkur im 12. Haus befindet. Und Merkur im 12. Haus in dein Geburtshoroskop bedeutet die positive Seite, dass du blickst, was passiert hinter geschlossenen Türen? Das sind die Geheimen, die Geheimnisse. Erstens, Merkur im 12. Haus, dieses Wissen, dieses altes Wissen, wo man versteht die Zusammenhänge, die Leben. Dann auch die Neugier, die Geheimnisse des Lebens zu erforschen und auch diese Tiefgründigkeit, das sind die positive Eigenschaften. Das ist wie so Detektiv, man hat dieses Wissen in sich
auch wenn das nicht offengelegt ist, auch wenn das nicht offen gesagt wird, du möchtest auch wissen, was ist hier die Geheimnis, was für Gespräche laufen hinter geschlossenen Türen. Und du hast auch diese Begabung, da zu diesen Geheimnisse zu erforschen oder überschauen. Also das heißt, du weißt, wenn jemand dir etwas sagt, ob das wirklich die Wahrheit ist oder ist das eine Maske. Du hast auch diese Bedürfnis bei den Sprachen, bei Kommunikation zum Erkennen, was das bedeutet oder was wollen sie dir vermitteln und auch, ob du das vertrauen kannst oder nicht. Das ist das positive Seite. Die etwas negativere Seite ist, dass es alles in die Schattenseite gestellt ist. Und das ist deine Neigung, wenn du missverstanden fühlst oder nicht weißt, wie du das vermitteln sollst, dann neigst du zum Rückzug. So wie jetzt gerade bei dieser Beziehung. Hast auch gefragt, sollst du dich zurückziehen? Also dieses Bedürfnis ist da, wenn du das nicht klären kannst, wenn du all diese Geheimnisse nicht verstehen kannst, wenn du die Zusammenhänge nicht verstehen kannst, das neigst du dann zum Rückzug. Du hast Merkur in dein Geburtshoroskop in diesem 12. Haus. Natürlich ist das die Begabung, die Geheimnisse des Lebens, dieses uraltes Wissen hast du an dir. Auch diese Neugier, die Zusammenhänge zu erkennen, auch die Geheimnisse. Und immer hinter den geschlossenen Türen zu schauen. Du möchtest das wissen, aber es ist auch oft deine geheime Haltung, die Neigung nach Rückzug. Und es steht in Verbindung zum dein Pluto. Und Pluto befindet sich in dein Geburtshoroskop in Partnerschaftshaus, also wirkt auch in dein Partnerschaft. Und Pluto hat diese Prinzipien alles oder nichts. Und die Neigung ist da, entweder weiß ich die Wahrheit und kann er mir nichts verbergen, weil ich suche die verborgenen Dinge im Leben, die Geheimnisse. Entweder weiß ich das oder ich ziehe mich zurück. So wie jetzt gerade, hast auch gefragt, soll ich mich zurückziehen, ja oder nein. Und dieser Pluto im Partnerschaftshaus, diese Alles-oder-Nichts-Prinzipien, entweder-oder. Also achte darauf, dass bei den Gesprächen oder all das, was er dir vermittelt, sei ein bisschen diplomatisch oder entgegenkommend, dass du das ausbalancieren kannst, dass nicht diese Schwarz-Weiß-Muster da ist vom Pluto, alles oder nichts, sondern dass ein bisschen beweglicher das Ganze ist. Bei der ersten Begegnung, wo ihr euch kennengelernt habt, war Merkur rückläufig im Waage. Und diese Rückläufigkeit bedeutet nicht nur, dass etwas bremst, kann sein, dass ihr etwas mit der Sprache sparsam wart in diesem Abend und ihr könnt nicht alles sagen, was ihr sagen wollt. Habt ihr das gebremst ein bisschen? Ihr könnt nicht so offen über Gefühle sprechen. Aber diese Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit. Das kann auch Karma sein. Und vor allem in diesem Tag, wo euch kennengelernt habt, wirkte mit Merkur, mit diesem rückläufigen Merkur, die aufsteigende Mondknoten, was die Karma bedeutet. Ihr beide habt ihr karmisch eine Aufgabe, eine Beziehung einzugehen. Ganz einfach. Das ist ein Neubeginn für euch beide und das löste in diesem Abend, wo ihr begegnet habt, dieser rückläufige Merkur mit dem aufsteigenden Mondknoten, diese karmischen Knoten im Bereich Waage, im Grenzbereich, wieder im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage. Was befindet sich in dein Horoskop? In diesem Grenzbereich Jungfrau und Waage, weil was löst bei dir aus? Das ist Jupiter, dein Glücksplanet. Das heißt, diese Begegnung, diese Kennenlernen zu ihm, diese karmische Begegnung bringt in dein Leben Glück und auch die göttliche Gerechtigkeit.
Weil es gibt Gesetze, auch im Schöpfung, auch im Himmel gibt es Gesetzlichkeit, Ursache und Wirkung. Und es gibt auch karmische Gesetze. Alles kehrt wieder zurück. Also die Karma sorgt dafür, dass es einen Ausgleich gibt. Und hier habt ihr die Chancen, hier habt ihr auch das Glück und es wirkt bei dir, zeigt das Glück an. Dieser Mann bringt Glück in dein Leben. Und was hat bei ihm ausgelöst? Weil er hat auch einen Planet genau in diesem Bereich, Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage. Bei ihm ist das Uranus, die Veränderungen, ein plötzliches, unerwartetes Ereignis. Genau das war die Begegnung, eine karmische Begegnung in diesem Abend, wo ihr euch kennengelernt habt. Jetzt schauen wir an sein Venus. Venus ist die weibliche Liebesplanet. Bei männlichen Horoskopen bedeutet, wie steht er zu der Liebe, zu der Harmonie, zu Kunst, zu Kreativität, aber bedeutet auch, welcher Typ von Frau braucht er zu diesen ganzen Erfahrungen oder karmischen Erfahrungen. Bei ihm steht die Venus in Jungfrau. In seinem Geburtshoroskop, auch im Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau. Und das bedeutet, dieser Grenzbereich, dass er beides sucht, irgendwie braucht er beide. Dieser Glanz der Löwe, eine Frau zu haben, mit dem er glänzen kann. Schaut mal alle her, das ist meins. Und dann wieder die Jungfrau, diese Bescheidene. Er braucht eine Frau, der bodenständig ist, wo bescheiden ist. Vielleicht strahlt irgendwas Reines an sich. Dann braucht auch diese Mischung von auch Jungfrau. Er sucht diese Mischung, diese Glanz, diese Ausstrahlung, diese weibliche Ausstrahlung, wo er stolz präsentieren kann. Das ist meins. Und dann auch wieder diese etwas zurückhaltende, kluge Frau, die wo auch bodenständig ist und muss nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen, sondern kann auch mal im Hintergrund auch selbstbewusst sein. Und diese Mischung ist, was ihm beeindruckt. Und genau in diesem Grenzbereich Löwe-Jungfrau befindet sich auch Regulus. Ich habe gesagt, das ist dieser Stern Regulus, was das bestrahlt, und Regulus bestrahlt sein Venus. Das heißt, wirkt auf sein Liebesleben, oder das ist die Frau, und er muss auf sein Herz hören. Regulus ist die Herz der Löwen. Also bei Liebesangelegenheiten sollte er immer auf sein Herz hören. Und dein Venus befindet sich in Skorpion, aber auch im Grenzbereich zwischen Skorpion und Schütze. Die Skorpion natürlich die magische Anziehungskraft, die magische Ausstrahlung, auch die erotische Ausstrahlung des Skorpion, das was du vermittelst. Wenn er mehr diese Löwe-Venus sucht bei einer Frau, natürlich, das ist die Frau, wo er dann angeben kann. Aber wenn diese Jungfrau, diese bescheidene Jungfrau, wo so rein, sauber ist, das ist ein bisschen anderes als jetzt die erotische Skorpion. Und bei euch beiden bewegt sich das im Grenzbereich. Weil du kannst auch diese Skorpionfrau sein, diese magische Anziehungskraft, erotische Anziehungskraft. Andererseits diese Schützefrau, wo eher so kumpelhaft ist, Kontakte sucht, unverbindlich ist, beweglich ist. Und das ist diese Mischung, bei dir auch im Grenzbereich. Bei der ersten Begegnung, wie ich schon sagte, die Venus-Mond-Verbindung stand genau in dem Grenzbereich bei ihm, in seinem Horoskop, wo sein Venus ist, im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Löwe, wo gerade Regulus bestrahlt das Ganze. Wo steht dein Venus?
dein Venus in dein Geburtshoroskop. Dein Venus steht im Grenzbereich, also in dein Geburtshoroskop, dein Venus steht im Grenzbereich zwischen Skorpion und Schütze. Das heißt, du bist auch Grenzgänger, was deine Weiblichkeit betrifft. Du kennst dich mit beiden Seiten aus, auch mit dem Skorpion, auch mit der Schütze. Diesem Venus Energie wird bestrahlt von Bungula. Dieser Bungula ist ein Doppelstern im Himmel und es hat eine hellgelb-orangene Farbe. Das habe ich mal so notiert, vielleicht auf deine Weiblichkeit, auf dein Auftreten oder dich als Frau, wenn du dich so kleidest, hellgelb-orange, würde vielleicht gut passen zu dir, diese Stern Bungula hat diese Farbe hellgelb-orangen und bestrahlt dein Venus, deine Weiblichkeit. Dieser Bungula steht in Verbindung mit zwei anderen Sternen. Das sind drei Sterne im Himmel, die stehen in Verbindung und wird als Zeiger genannt, als Zeiger. Und diesem Sternen zeigen an dem Kreuz des Südens. Diesem Kreuz des Südens ist ein Sternbild, was im Südhalbkugel sichtbar ist und dort befindet sich die Südpol und du zeigst in diese Richtung. Das haben wir schon besprochen, als Schütze zeigst du auch in die Zentrum von galaktischem Zentrum. Gegenüber ist die Nordpol, wirkt auch auf dich, weil so findest du die Gleichgewicht. Und hier interessant, dass dein Venus zeigt auch wieder, so wie die Schütze, hier aber in anderen Zusammenhang, mit anderen Zusammenhang, wieder zeigst du eine Richtung und das ist dieser Zeiger und zeigst in Südpol. Und das kannst du bewirken als Frau. Das heißt, du zeigst an, wie das läuft und du zeigst, du gibst die Richtung an, du gibst den Ton an, immer in die Beziehung. Damit sollst du bewusst sein. Aber dieser Kreuz des Südens hat auch andere Bedeutung, auch Spiritualität und auch religiöse Bedeutung. Jetzt schauen wir die Mars-Energie an. Und das ist auch wichtig, auch bei Liebe, Partnerschaft natürlich, weil das ist die männliche Energie, der Mann. Und diese männliche Energie haben wir Frauen auch, weil mit dieser Mars-Energie müssen wir uns durchsetzen im Leben. Also wir brauchen auch diese Kraft, uns zu beweisen, uns zu behaupten, uns zum Durchsetzen im Leben. Das ist Mars-Energie und das haben wir Frauen auch und wir brauchen das auch. Aber dieser Mars symbolisiert der Mann. Und bei ihm steht diese männliche Kraft auch im Löwe. Also als Mann muss er im Mittelpunkt stehen. Er braucht die Publikum, er braucht als Mann die Bewunderung. Und das ist alles eingesperrt. Wenn er lernt, zu sich selbst zu stehen, und ist selbstbewusst und hört er auf seine Intuition, dann braucht das alles nicht. Weil dann weiß ganz genau, egal wo sich bewegt, oft geschäftlich oder bei Frauen, er ist von sich selbst überzeugt, dann braucht er die Bestätigung nicht. Aber das hat er nicht, weil das ist alles eingesperrt. Also reagiert er als Löwemann, als Merkur im Löwe und als Mars im Löwe, er reagiert, er holt die Publikum. Und da sind oft halt Frauen, die ihn anhimmeln oder bewundern und da entstehen die Missverständnisse, weil du mit Merkur im 12. Haus, die Geheimnisse, ja, der hat bestimmt seine Geheimnisse und suchst diese Verborgenen, was in vieler Hinsicht wunderbar ist, aber wenn du dann die Vertrauen verlierst an ihm, weil du denkst, dass er die Liebe sucht und sucht die erotischen Kontakte zu anderen Frauen, die Motivation ist es gar nicht. Er hat die Venus im Jungfrau
Und das ist die Bescheidende und das Saubere. Er braucht es nicht. Er braucht diese Kontakte nicht. Das Einzige, was er braucht, das braucht sein Ego. Sein Ego braucht es, damit er gut dasteht, dass diese Bewunderung bekommt und als Löwe-Mann und als Löwe-Geborenen und Merkur auch im Löwe. Das ist der Löwe-betonte Mensch. Er braucht es. Aber wenn sich da befreit von diesem Sperre und genau dieser Boden bewegt sich zur Zeit, für ihn ist das die Befreiung, dann braucht es alles nicht. Weil dann interessiert ihm nicht, ob die Frauen auf ihn stehen oder nicht. Er weiß, dass er toll aussieht, dass er gut ist, und dann braucht die Bestätigung gar nicht. Dann lebt die Jungfrau Venus, weil dann kommt die Reinheit in die Liebe. Und dein Mars befindet sich im Jungfrau. Wieder benachbarte Tierkreiszeichen, Jungfrau Löwe, Jungfrau Löwe, bei ihm Jungfrau Venus, bei dir Jungfrau Mars. Also da unterstützt euch gegenseitig. In diesem Abend, wo ihr beide euch kennengelernt habt, bewegte sich Mars, der Mann, in Tierkreiszeichen Jungfrau und war genau in diesem Gradzahl, wo sein Venus steht. Also kam Mars und Venus in Berührung in sein Geburtshoroskop. Die bewegliche Mars in dem Abend, wo euch begegnet habt, löste etwas aus bei ihm in die Liebepartnerschaft in diesem Abend. Das heißt, es kam in sein Leben eine Frau, wo ihn angesprochen hat. War wieder kein Zufall. Und bei diesem ersten Begegnung, diese Marsbewegung, der Mann wirkte nicht nur auf ihn, weil über sein Venus gelaufen ist, sondern wirkte bei dir auch, weil werft ein Trigon auf dein Pluto in Steinbock, in Tierkreiszeichen Steinbock, im Partnerschaftshaus. Das heißt, Mars bewegt sich in diesem Abend, wo euch kennengelernt habt, in Jungfrau. Sein Venus ist im Jungfrau, im gleichen Gradzahl. Die Frau kommt in sein Leben und in dem gleichen Moment, in diesem Abend, wirft diese Mars-Energie, der Mann, eine wunderbare Verbindung, man nennt das Trigon, eine schöne Verbindung in Steinbock, in dein Partnerschaftshaus, auf Pluto. Und da steht in diesem Abend, wo euch begegnet habt, dieser bewegliche Mars, was der Mann ist, steht in Verbindung zu Pluto, was wieder die Prinzipien alles oder nichts, er oder keine anderen, das löste diese Begegnung bei dir auf. Das heißt, er war kein 0815 Mann in dein Leben, sondern du wusstest, es ist es. Und das hat die Freundin auch gespürt. Und sei froh, dass du so liebevolle und so tolle Freundinnen hast. Also die Freundin hat das gespürt, oh ja, die beiden passen zusammen. Die hat dieses Feingefühl gehabt, die hat es geblickt auf den ersten Blick. Und bei dir war auch dieses Gefühl, das ist es. Und bei ihm ist, das ist die Frau. Also bei euch beiden hat das was ausgelöst. Jetzt schauen wir die Planet Jupiter an, weil das ist nicht nur das Glück, sondern es geht auch um Gerechtigkeit und gerechte Handlung auch. Bei ihm steht das im Jungfrau. Er nimmt die Gerechtigkeit sehr wohl ernst. Und er möchte das auch in Ordnung bringen. Er glaubt an die Gerechtigkeit und Ordnung. Und hier auf seinen Gerechtigkeitssinn in Tierkreiszeichen Jungfrau wird auch von einem Stern bestrahlt. Und diesem Stern heißt Zosma. Und dieser Zosma, was bestrahlt seinen Gerechtigkeitssinn, hat mehrere Bedeutungen. Bei Arabischen heißt es, es kehrte etwas zurück oder es kehrte jemand zurück. Das ist wieder die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Bei den Persern heißt es, das ist wie eine Verbindung, ein Gürtel,
Und Jupiter ist nicht nur die Gerechtigkeit, sondern auch Glück. Also er hat Glück gehabt, dass jemand zurückgekehrt hat, wenn ich das karmisch betrachte. Und bei Babylonier bedeutet das Prophezeiung, prophetische Gabe, also wie vorgeschrieben, vorausgesehen, dass ihr euch begegnet. Dein Jupiter, dein Glück oder dein Gerechtigkeitssinn ist im Grenzbereich, im Jungfrau und Waage, also schon im Waage, aber hier im Grenzbereich Jungfrau-Waage. Und die Waage gehörte früher zum Tierkreiszeichen Jungfrau, weil diese Waage, was die Gerechtigkeit symbolisiert, hält diese Jungfrau in Hand. Also du hast diese Bedürfnis nach Gerechtigkeit und Ordnung. Wo stand in euren Begegnungen dieser Jupiter, was auch Glück bringt im Leben? Jupiter stand in Verbindung zu Mars. Das war im Jungfrau. Es war alles in Ordnung. Und Jupiter bringt Glück bei ihm, also steht in Verbindung zu der Mann. Aber wirkt steht in guter Verbindung zu deinem Pluto. Das heißt, ihr beide wart glücklich. Erstens die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, karmisch bedingt, dass ihr beide eine karmische Aufgabe habt, zueinander zu finden. Ihr habt eine karmische Aufgabe, diese Beziehung zu pflegen. Ihr habt eine karmische Aufgabe, euch beide zu vertrauen. Ihr habt eine karmische Aufgabe, für diese Liebe eine Chance zu geben und leben. Und das ist die göttliche Gerechtigkeit. Vielleicht habt ihr im früheren Leben das verpasst. Jetzt gibt das Schicksal nochmal diese Chance. Jetzt schaut mal, dass dieses Leben funktioniert, das alles. Und das ist Glück, wirkt auf ihn als Mann, als Glück und für dich auch im Partnerschaft, Haus, weil hier die Pluto-Prinzip er oder gar nichts. Und ich würde mal intuitiv so sagen, wenn du diesen Mann aufgibst, du findest keine andere, wo dieser Platz einnimmt. So, jetzt kommt Saturn. Und dazu muss ich Saturn ein bisschen beschreiben, was das bedeutet. Astromedizinisch bedeutet Saturn unserem Knochensystem, das Skelett. Und das braucht unserem Körper, weil das gibt die Halt. Das gibt eine Struktur, Halt. Und Saturn symbolisiert astromedizinisch unsere Haut. Das heißt, grenzt ab von äußeren Einflüssen, von Umwelt. Also unserem Körper hat die Haut und grenzt ab und schützt uns. Also hat eine Schutzfunktion und beschützt uns und grenzt auch ab. Und alles zusammen gibt uns einen Halt, bringt uns in Form. Und genau das ist die Saturn-Prinzipien, alles in Form zu bringen, einen Halt zu geben, eine Struktur zu geben, grenzt manchmal ab, aber das schützt uns. Und so verstehen wir die Prinzipien dieser Saturn. Aber es ist nicht nur das, sondern Saturn ist der Planet der Schicksal. Wie können wir das verstehen? Es gibt für unser Schicksal einen göttlichen Plan. Das heißt, unsere Seele kennt diesen Plan. Vielleicht wird es mit Gott besprochen, bevor wir geboren werden. Also wir haben diesen göttlichen Plan. Dieser göttliche Plan ist beschrieben in Akasha Chronik. Das ist das Buch des Lebens. Und da bekommen wir einen Ausdruck dafür und das ist die Geburtshoroskop. So stehen die Sterne über uns in unserem Geburt. Also das ist ein Abschnitt von diesem Akasha-Chronik. Wir kennen vielleicht nicht die ganze Akasha-Chronik, die alten karmischen Erfahrungen und alle Taten, was wir getan haben. Das ist nicht gegeben. Es ist zwar im Geburtshoroskop karmischen Signale, was war im früheren Leben oder welche Richtung sollen wir gehen, aber wir bekommen das nicht vollständig. Aber der Plan, die Schicksalsweg
bekommen wir ins Hand. Und das ist die Geburtshoroskop. Und dieser Plan kennt unsere Seele. Aber das liegt in unserem Unbewussten. Und der liebe Gott zwingt uns nicht, nach diesem Plan zu leben. Aber wenn wir das erkennen, dass das ist der göttliche Plan, das ist, was unsere Seele ausgesucht hat, was unsere Seele braucht auch, das ist der goldene Weg. Aber wie oft gehen wir auf diesem goldenen Weg? Ganz selten. Wir machen Umwegen, manchmal sind wir in einer Sackgasse und suchen wir Auswegen. Und dann hilft uns Saturn, das zu korrigieren und nicht erst dann, wenn es zu spät ist, wenn wir schon gestorben sind, sondern so lange, bis wir noch im Leben sind, damit wir verändern können, etwas in unserem Leben oder unserer Einstellung oder unseren Gefühlen wie loslassen. Also Saturn korrigiert und belernt uns auch. Und dieser Planet ist auch der Planet der Schicksal. Das heißt, er kennt diese Akasha-Chronik. Und da kommen die Lernaufgaben. Das heißt nicht, dass wir bestraft werden, sondern wir korrigieren etwas. Wir lernen daraus etwas, dass wir etwas verbessern in unserem Leben oder unseren Handlungen. Deswegen ist enorm wichtig, wo liegt im Horoskop Saturn, weil da sehen wir, welche Lernaufgabe haben wir. Also bei ihm steht dieser Schicksalsplanet Saturn im Widder. Also er hat Lernaufgabe in Tierkreiszeichen Widder. Und Widder symbolisiert etwas Neues zu wagen, mutig zu sein, all das, was ihn begeistert. Und bei ihm in seinem Geburtshoroskop steht Saturn rückläufig. Das heißt, da wiederkehrt sich die Karma. Er hat irgendwas nicht verstanden im früheren Leben, also das Schicksal wiederkehrt sich, dass er nochmal das probiert. Er hat im früheren Leben nicht gewagt, etwas Neues zu beginnen. Gegenüber liegt die Waage, also handelt sich auch um liebe Partnerschaft. Er hat es nicht gewagt, in eine Partnerschaft einzugehen. Und jetzt das Schicksal, diese Rückläufigkeit von Saturn, spiegelt ihm das nochmal. Und so, wenn ich die Zusammenhänge betrachte im Horoskop, du bist diese Frau, wo wiederkehrte in sein Leben, also bekommt nochmal diese schicksalshafte Begegnung, nochmal diese Chance, diese Liebe zu leben. Und in diesem Punkt, wo er diese Lernaufgabe hat in Tierkreiszeichen Widder, hier hat er auch in Tierkreiszeichen Widder die karmischen Knoten. Also er hat auch nicht nur durch Saturn hat hier die Lernaufgabe zu meistern und Saturn zeigt, es kehrt jemand wieder in dein Leben. Es handelt sich um Liebe, Partnerschaft, Struktursicherheit, in Partnerschaft zu leben und das in einen sicheren Boden. Das ist der tiefste Punkt im Horoskop. Das ist das Boden, das Fundament, dass er hier in Partnerschaft auch diese Sicherheit verspürt, was er nicht bekommen hat. Und diesem tiefsten Punkt im Horoskop ist auch ein Zeichen für seine Herkunft, zu die Elternhaus. Die Elternhaus haben ihm diese Struktur, diese Basis nicht vermittelt, nicht gegeben. Entweder war da eine ständige Unruhe, was ihm gekränkt hat, oder es fehlte die Sicherheit, Stabilität im Elternhaus. Er hat keine feste Boden unter seinen Füßen, weil er hat im Kindheit das nicht bekommen. Hier sind Verletzungen. Chiron ist auch in diesem, oder Chiron, zeigt die Verletzungen an. Er hat Verletzungen im Kindheit. Ihm wurde das nicht gegeben, nicht vermittelt. Er hat aber diese Bedürfnis danach und die ganze Bewegung des Schicksals, auch Saturn zeigt, du bekommst es, aber du bekommst es in Partnerschaft, nicht im Elternhaus. Das wurde nicht gegeben für dich, damit du auf dem Suche bist,
Das sind alles karmisch rückläufig. Saturn, Chiron ist rückläufig, die Mondknoten ist da. Also er findet sein Zuhause in Partnerschaft. Er findet sein Zuhause in Partnerschaft. Das spiegelt gegenüber die Waage. Und wer ist diese Partnerin? Das kommt zurück von früheren Leben, weil das ist eine karmische Begegnung. Und das bist du. Und du gibst die Basis für ihn. Diese stabile Boden unter seinen Füßen, dass er einen Halt bekommt. Und diesem Punkt, wo sein Saturn, dieser Schicksalsplanet, steht in Tierkreiszeichen wieder, wurde auch vermittelt, bestrahlt. Ich bin schon einen Schritt weiter, weil dieser Stern vermittelt etwas. Also bestrahlt. Dieser Saturn, dieser rückläufige Saturn in Tierkreiszeichen wieder, wird bestrahlt von Stern Alpherg. Und diesem Stern Alpherg befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, wirkt aber in diesem Bereich wieder. Die sind miteinander verbunden, diese Tierkreiszeichen. Und dieser Alpherg verbindet die beiden Fischen miteinander, wie ein Nabelschnur. Das habe ich erklärt, die Tierkreiszeichen Fischen sind zwei Fischen. Astronomisch die südlichen Fisch und die nördlichen Fisch. Und da sind die beiden Fischen miteinander verbunden und genau diesem Stern Alpherg verbindet die beiden Fischen miteinander. Und die Geschichte habe ich erzählt, das sind zwei Fischen, die in verschiedenen Richtungen schwimmen. Und da ist auch sein Mond, seinen Gefühlen. Und hier bei diesem Saturn Einfluss, weil Saturn bekommt die Einfluss von diesem Alpherg, trifft schicksalhafte Entscheidungen in sein Leben, welche Richtung schwimmt er. Und dann kommt er zum Einklang zu seinen Gefühlen in Mond, in Tierkreiszeichen Fischen. Und das, was ich auch erzählt habe, die eine Richtung ist mit dem Strom, die Vertrauen des Lebens, Vertrauen des Fluss des Lebens, Vertrauen an sich selbst, Vertrauen an die Liebe und daran auch Glauben, die Vertrauen und die Glauben. Das ist die eine Richtung und das ist die richtige Richtung, die Fischen. Die andere Richtung wäre, das glaube ich nicht, ich vertraue das nicht, ich vertraue mir selber nicht. Und dann kommen die hohen Wellen, dann bekommt man Angst, Angst zieht nach unten, er neigt zu Depression oder zum Alkohol und kommen diese Suchterkrankungen. Ich behaupte das nicht, aber gut möglich ist es, weil in Tierkreiszeichen Fischen herrscht der Planet Neptun und es ist dieser benebelte Zustand. Also das hat einen Bezug zu Alkohol, Drogen und das hat jetzt mit Tierkreiszeichen wieder in dem Sinne nicht zu tun. Aber diese Alpherg, was die beiden Fischen wie ein Nabelschnur verbindet, bestrahlt sein Saturn in Tierkreiszeichen wieder. Und nicht nur das wirkt hier, sondern allgemein hier in Umgebung ist nicht nur diese Alpherg, sondern die Andromeda, die gefesselte Königstochter, die gefesselt ist wegen die Ängsten. Also das ist auch in diesem Bereich Tierkreiszeichen wieder auch eine Aufgabe für ihn, eine karmische Aufgabe, aber das erkläre ich gleich. Also das ist sein Saturn-Thema. Und bei dir steht Saturn in Schütze und hat einen Einfluss von Schlangenträger. Die Geschichte von Schlangenträger habe ich erzählt bei seinem Horoskop. Das ist Asklepios, die himmlische Ars, der Sohn von Apollo, wo dieser Kind gerettet hat, wo im Honigtopf gefallen ist. Also die richtige Entscheidung treffen, nicht in den Honigtopf fallen, weil wir alles glauben, sondern die Unterscheidungsvermögen, was ist die Wahrheit, was ist eine Lüge, wen kann ich vertrauen, wen kann ich nicht vertrauen, wie treffe ich meine Entscheidungen, dass ich keine falschen Entscheidungen treffen. Und das sind immer wieder im Leben
dass es so Situationen kommt, wo wichtige Entscheidungen sind, so wie bei dieser Beziehung triffst du auch wichtige Entscheidungen, so wie Asklepios musste auch eine wichtige Entscheidung treffen, welche Mittel heilt dieses Kind, es ging sogar um Leben und Tod. In euren Begegnung, in diesem Abend, wo ich kennengelernt habe, stand Saturn in dem Tor, die Tor, die Beziehung, die Partnerschaft, also eine schicksalhafte Begegnung. Uranus ist der Planet zu Umbrüche und Veränderungen. Es gibt Menschen, die haben Angst vor Veränderungen, andere begeistert, wenn sich etwas ändert im Leben. Und bei ihm steht Uranus im Jungfrau. Das heißt, er überlegt ganz genau, wenn es um Veränderungen geht. Und so trifft auch, also er ist nicht unbedingt spontan, obwohl er Schütze Aszendent hat. Bei dieser Schütze Aszendent, dieser bewegliche Schütze, viele würden sagen, er ist spontan und ist offen für alles und Löwe sowieso, damit beeindruckt auch anderen. Aber wenn er selbst Veränderungen hat im Leben, dann ist er ziemlich unsicher. Erstens die Jungfrau, dass er kluge Entscheidungen treffen will, und Jungfrau gehört zu Erdeelement, und die Erdeelement ist erstmal zurückhaltend, passiv vor einer Entscheidung trifft, also alles andere als spontan. Und dann steht auch noch ein 150 Grad Entfernung zum Saturn, das verunsichert auch nochmal Saturn im im Widder. Saturn würde sagen, triff spontan Entscheidungen, wenn dich etwas begeistert, dann wag etwas Neues. Das ist eigentlich seine karmische Lernaufgabe, diese Widder, diese Spontanität. Aber wenn das Uranus kommt und es symbolisiert Veränderungen in sein Leben, dann zieht er sich in die Jungfrau. Diese Jungfrau-Eigenschaften, wo er sagt, jetzt muss ich das ganz genau überlegen, ich muss die Spreu von Weizen trennen, ich muss das analysieren, ganz genau, was für Vorteile habe ich, was für Nachteile, und fangt an, diese analytische Denken bei jeder größeren Entscheidung in sein Leben. Und seine Lernaufgabe ist Saturn im Widder. Wo Saturn sagt, jetzt zöger nicht so lange, überleg dich nicht so lange, du liebst es, du begeistert, du bist so begeistert, dann mach doch das einfach, dann kommst du viel weiter, wenn du spontan mutig bist und wagst diesen Neuanfang. Und das natürlich wirkt auch auf eure Beziehung. Die erste Begegnung war karmisch, hat sich verliebt, und genau hier ist seine karmische Lernaufgabe, sagen, das ist die Frau in meinem Leben und sie liebt mich auch, ich bin der einzige Mann in ihrem Leben, wo alles oder nichts, er oder gar niemand, also das ist dann, sagt auch dein Gefühl auch, entweder er oder gar nichts, und das spürt er auch. Also bei dem Fall braucht er eigentlich nicht so viel überlegen, raus von dem Jungfrau, mehr im Widder, und dann eigentlich dadurch löst sein Karma. Dadurch löst sein Karma, weil im Widder ist die karmischen Knoten seine Lernaufgabe. Hier ist ein rückläufiges Saturn, was erinnert ihn in früheren Leben, und hier ist die Lernaufgabe, dieser Neuanfang, auch mal spontan, also stürmisch. Und auch Chiron, wo hier das ihm eine Heilung bringt. Alles im tiefsten Punkt im Horoskop, wenn das versteht, das ist seine Stabilität. Das ist die Fundament. Und dieser Uranus im Jungfrau, in seinem Geburtshoroskop, wird auch bestrahlt von einem Stern. Und dieser Stern heißt Markeb. Und dieser Markeb befindet sich im Sternbild Argo, und das ist dieses Schiff, wo die Argonauten gefahren sind, also wieder die Bewegung, er muss den in Bewegung setzen, ganz einfach. Und das ist Handeln durch Reisen oder Ausland, Profit machen im Reisen, aber das kann auch eine spirituelle Reise sein, auf jeden Fall Bewegung.
In dein Geburtshoroskop ist Uranus rückläufig im Löwen und das ist im Partnerschaftshaus, wo bei dir diese Veränderung kommt, was auf deine Partnerschaft wirkt. Und rückläufiger Uranus, diese Veränderung kommt, jemand kehrt zurück von Vergangenheit, von früheren Leben. Das heißt, ihr begegnet euch in diesem Leben nochmal und du hast ein wunderschönes, man sagt es, ein Dreieck. Es ist ein Dreieck, wunderschön bestrahlt. Man sagt es auch ein großes Glück. Also in deinem Geburtshoroskop liegt dieses große Glück da. Saturn, das Schicksal in Schütze, verbindet sich Mars im Widder und Uranus im Löwe in dein Partnerschaftshaus. Eine schicksalhafte Begegnung mit einem Mann, Neuanfang in dein Leben und eine Veränderung in dein Partnerschaftshaus. All das ist dein Glück im Leben. Daran liegt dein großes Glück. Und der ist der Mann. Also ich wiederhole nochmal, dein Schicksalsplanet Saturn ist im Schütze, steht in Verbindung zu Mars, zu dem Mann im Widder, also Neuanfang. Und Uranus löst eine Veränderung aus in dein Leben, Veränderung in dein Partnerschaftshaus. Und diese Rückläufigkeitszeit auch, ihr kennt euch von früher. Und in Begegnung, also in diesem Abend, wo euch kennengelernt habt, stand Uranus rückläufig in Tierkreiszeichen wieder. Also bei ihm sowieso, bei ihm ist die karmische Lernaufgabe, das ist die aufsteigende Mondknoten bei ihm im Widder. Dann ein rückläufiger Saturn, auch Karma im Widder. Und Chiron, eine Rückläufigkeit, natürlich, das sind die alten Verletzungen oder Kindheitsverletzungen, aber dieser Chiron sagt auch, da braucht man Heilung. Also das heißt, diese Begegnung, diese Liebe bringt ihm Heilung und gibt ihm einen festen Boden unter seinen Füßen. Und in diesem Abend, wo und wann euch begegnet habt, in diesem Kennenlernen-Abend war Uranus rückläufig, eine Erinnerung in Vergangenheit und in Tierkreiszeichen wieder. Und gegenüber liegt natürlich Waage, die Partnerschaft. Dann die Neptun. Dieser Planet Neptun ist auch nicht einfach zu verstehen. Der hat eine wunderbare Eigenschaften. Er ist zuständig zu unserem Träumen, zu diesem Traumbilder, zuständig zu unserem Fantasie. Das sind auch die Intuition und die Inspiration. Also vieles Bildhaftes, vieles, was in unserem Unbewussten ist, was nicht so greifbar ist, volle Geheimnisse. Dieser Neptun ist nichts anderes als Poseidon, des Gottes Meeres, also sehr, sehr geheimnisvoll. Übrigens herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen und er hat dazu auch einen Bezug, weil sein Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Dieser Neptun, das ist die wunderbare Eigenschaften von diesem Planet Neptun. Aber alles andere ist sehr geheimnisvoll. Alleine seine Entdeckung, der Planet Neptun wurde auch ganz, das sind noch so viele Geheimnisse, da man weiß gar nicht in Wirklichkeit, wer diesen Neptun entdeckt hat. In gleicher Zeit waren drei Personen, wo entdeckt haben und ist immer noch nicht geklärt, wer ist eigentlich der Entdecker von Neptun. Aber ich will jetzt nicht in die Geschichte eingehen, nur zum Beschreiben, dass allein die Entdeckung von Neptun war auch sehr geheimnisvoll. Dann, es sind hohe Stürme, im Inneren des Planeten ist Hitze und weit weg von der Sonne natürlich, die Temperatur ist ziemlich kalt. Und diese Hitze und diese Kälte, diese Extreme löst aus, dass im Umgebung, im Planetumgebung Stürme sind. Und es ist sehr schwierig, über diese Planet zu erforschen auch, weil diese Stürme, Winde
hindert dabei, diesen Planet wirklich zu erforschen. Und als Poseidon, das Gott des Meeres, die Gott ist auch unergründlich und mit vollen Geheimnissen. Also die ganzen Geheimnisse sind in diesem Planet natürlich vermittelt. Und das wirkt natürlich zum Intuition und Inspiration sehr gut, weil durch mit diesem Neptun-Energie haben wir einen Bezug zu unserem Seele. Das ist das Tor zu unserer Seele und das spricht auch uns über Traumbilder zum Beispiel oder durch Intuition. Natürlich, so kommen wir zu Neptun näher. Und bei Kunst ist es auch wirksam, weil dann, wenn es von der Seele kommt, dann lassen wir uns inspirieren. Aber vieles ist unklar und diese Benebelte rundherum ist die Neigung auch natürlich etwas dieser benebelte Zustand oder diese Täuschungen, etwas vortäuschen. Und das ist schon die Richtung Betrüger, diese betrügerische. Und dieser Planet Neptun wirkt auch im Horoskop nicht nur auf diese künstlerische Begabung oder spirituelle Begabung, Intuition und Inspiration, sondern leider zeigt auch eine Richtung wie Betrug oder Lüge oder Alkohol und Drogen. Das sind halt die Schattenseite dieses Planetes. Und bei ihm, in seinem Geburtshoroskop, befindet sich dieser Neptun im Freundeshaus, also Freundschaftshaus, wo die Freundschaften und Bekannten sind. Das heißt, das kommt diese ganze Betrug oder Vortäuschung oder Täuschungen oder Alkohol auch von seinem Bekanntenkreis. Und wenn das ein gut bestrahlter Neptun wäre, dann würde ich sagen, wenn das ein gut bestrahlter Neptun wäre, er lässt sich von den Freunden inspirieren und das ist ein schöner Einfluss, aber bei ihm ist ein Quadrat da, das heißt, Neptun wirkt in negativen Sinne und es kommt von seinem Bekanntenkreis, das heißt, er wurde betrogen und die lügen ihn an. Und das muss er in sein Leben schon ordnen, das in Ordnung zu bringen und trennen. Trennen von den Freunden, wer ist aufrichtig, wer lässt mich inspirieren und wer ist der wer lügt oder wer betrügt mich überhaupt. Und natürlich durch diese Erfahrungen, was nichts Neues ist, sondern das ist von Schulzeit, von Kindheit schon so, seit seiner Geburt ist das eine Thematik. Natürlich verliert er die Vertrauen an die Menschen. Und dann mit diesem Fischenmond, wie soll er das aufbauen, Vertrauen zu gewinnen? Ich habe gesagt, es sind zwei Fische. Die eine Fisch schwimmt mit dem Strom und hat Vertrauen des Lebens und glaubt daran, aber mit diesen Lebenserfahrungen, wo er betrogen wurde oder ausgenutzt wurde oder angelogen wurde, wie soll er dieses Vertrauen aufbauen? Die Vertrauen gewinnt durch die Partnerschaft, wenn die Partnerin schenkt ihm wieder dieses Vertrauen. Also das heißt, er gewinnt durch die Liebe die Vertrauen. Also das ist die Neptun im Neptun im 11. Haus, nicht Partnerschaft, sondern Freundeshaus, genau. 11. Haus ist die Haus, die Freunde und Bekannte oder Gruppe von Menschen wie ein Partei oder Sportverein. All diesem Lebensbereich bekommt er die Enttäuschungen. Und da soll er sehr vorsichtig sein. Wen kann er überhaupt vertrauen da? Weil das ist in seinem Geburtshoroskop sichtbar und das begleitet ihn bis zum Lebensende. Die Lösung ist, dass er vorsichtiger ist und wählerisch, dass er wählerisch ist, mit welchen Menschen kontaktiert, welche Partei oder welche Gruppe von Menschen, welcher Verein er ist wirksam ist, weil das kann auch umkippen und natürlich zu Enttäuschungen führen. Und dieser Neptun wird auch bestrahlt und es ist Agena. Agena ist diesem Stern, wo dieser Neptun bestrahlt
Und es ist so ähnlich wie bei dir auch, gehört zu dem einen Stern von diesen drei Sternen, wo wir ein Zeiger zeigen in eine Richtung. Und die Richtung ist die Süd des Kreuz des Südens. Das heißt, es sind drei Sterne im Himmel. Und dazu gehört diese Agena. Und diese drei Sterne sind miteinander verbunden und nennt man diesen Sternen zusammen als Zeiger. Und die zeigen in eine Richtung. Und die Richtung ist, wo sie zeigen, das ist das Kreuz des Südens. Und das ist im Südhalbkugel sichtbar und hier im Kreuz des Südens befindet sich die Südpol, also Orientierung. Was ist die Orientierung? Das ist entweder die Religion oder die Spiritualität. Das wäre seine Richtung, die Spiritualität oder eine religiöse Richtung, wo ihm hilft, die Vertrauen zu gewinnen, weil das kommt nicht von seinem Bekanntenkreis und Freundeskreis. Es kommt auch nicht von einem Verein und auch nicht von einer Partei, weil da erlebt er die Enttäuschungen. So wie bei dir war auch Bungula, wenn du erinnern kannst, gehört auch zu diesen drei Sternen, wo diese Zeiger binden. Da habt ihr wieder eine Verbindung. Dein Venus wird von Bungula bestrahlt und das ist auch ein Teil von diesem Zeiger und zeigt im Kreuz des Südens. Also, das heißt, einen gemeinsamen Weg, ihr beide in eine Richtung, in einen gemeinsamen Weg, entweder ist eine spirituelle Richtung oder eine religiöse Richtung. Und das ist das Kreuz des Südens, die Richtung ist Süd, nach Süden. Das kann natürlich auch dazu führen, dass ihr im Ausland Wohnsitz dann habt oder im Ausland lebt und die Richtung ist nach Süden. Agena, diesem Stern, was das alles bestrahlt und die Richtung zeigt nach dem Kreuz des Südens, kommt von Arabischen, dieser Begriff, und Arabisch bedeutet auf dem Boden schauen, anwesend zu sein auf dem Boden, wo er feste, sein Platz im Leben ist in Richtung Süden. Da findet er die Boden, wo er anwesend ist, die feste Boden unter seinen Füßen. Dein Neptun befindet sich in Skorpion und wird bestrahlt von Prinzeps und übersetzt heißt das ein Prinz und befindet sich im Sternbild Bärenhüter. Das ist die Schutz, also du hast einen Schutz gegen deinen Feinden oder die versuchen dich betrügen. Du hast diesen Schutz. Du kannst ihn aber auch beschützen, weil ihr habt hier einen gemeinsamen Lebensweg und das zeigt Richtung Süden. Im Chinesischen heißt diesem Stern die siebte Fürst und bedeutet Wohlstand und Gerechtigkeit. Geschützt, beschützt zu werden und Wohlstand und Gerechtigkeit. In erster Begegnung, wo ich kennengelernt habe, war Neptun auch rückläufig in Tierkreiszeichen Fischen. Also hat wieder einen Einfluss gehabt auf seine Gefühle. Kann sein, dass er die alten Erinnerungen oder Kindheitserinnerungen bei ihm hervorgerufen hat. Die alten Erinnerungen wären die karmischen Begegnungen zwischen euch beiden, das eure Seele von früher kennt. Die Kindheitserinnerungen, diese ganze Betrug oder Lügen, was er auch von Freunden erlebt hat. Aber dieser Neptun in Tierkreiszeichen Fischen, in dem Tag, wo euch begegnet hat, bei der ersten Begegnung, wurde bestrahlt von einem Stern und diesem Stern heißt Skat. Und übersetzt heißt diesem Stern Skat ein Wunsch, also wünscht dir was. Und das war die Neptun-Einfluss. Und Neptun hat auch wunderbare Eigenschaften. Das sind die Träume, das sind die Visionen. Und das soll die Vision sein bei euch beiden. Ist auch rückläufig, hat mit alten Karma auch was zu tun. Das heißt, ein Wunsch wird wahr, lebt euren Träume.
Das war die Neptun-Einfluss in diesem Abend, wo euch begegnet habt. Bedeutet übersetzt, diesem Stern war auch ein Einfluss, hat dieses Skat ein Wunsch. Dieses Skat, diesem Stern, was gewirkt hat und hat Neptun bestrahlt, ist ein Doppelstern und hat blau-weiße Farbe. Vielleicht spielt auch eine Rolle blau-weiß. Kannst du vielleicht zuordnen, was für euch das Begegnen bedeutet, diese beiden Farben, und dass ein Wunsch wird wahr, vielleicht die Ort, wo euch begegnet habt, weil ihr das gewünscht habt, hat einen Bezug zum Blau und Weiß. Pluto. Pluto ist die innere Kraft und Pluto auch die regenerierende Kraft, auch die Sexualkraft, die Sexualität, das Leben erhalten zu bleiben. Oder diese regenerierende Kraft im Tiefschlaf, dieser erholsame Schlaf, dieser unbewusste Zustand. All das ist Pluto-Energie und diese Kraft, diese inneren Kraft. Und Pluto ist diese Prinzipien alles oder nichts. Pluto verabschiedet von alles, was stört, was hindert, was Kraft raubt, damit er immer in diesem Kern der Dinge bleibt, in diesem inneren Kraft. Pluto befindet sich in seinem Geburtshoroskop in Tierkreiszeichen Jungfrau und wird bestrahlt von der Nebula. Diese Nebula, was auf sein Pluto wirkt, damit er im inneren Kraft bleibt und das entdeckt, heißt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Bei persischen Astronomen, Astrologen heißt das ein Wechsel. Also vielleicht seine Einstellung ändern oder den Blick ändern, damit er diesen inneren Kern in sich verspürt, diesen inneren Kraft. Bei dir befindet sich Pluto in Tierkreiszeichen Löwe in dein Partnerschaftshaus. Dieser Pluto ist rückläufig, das heißt im Geburtshoroskop ist sichtbar, dass ein Mann kehrt in dein Leben zurück und ihr habt nochmal die Chance, eine Partnerschaft einzugehen. Und dieser Pluto ist alles oder nichts, er oder gar niemand. Und dieser Pluto in dein Geburtshoroskop wird aber auch bestrahlt von Regulus, das Herz der Löwen, also hör auf dein Herz. In euren ersten Begegnung war Pluto im Steinbock und hat eine Verbindung gehabt zu Mars. Eine schöne Verbindung. Das heißt, der Mann. Keine andere, alles oder nichts, er oder gar niemand. Das war der Begegnung mit diesem Mann in diesem Abend, wo euch begegnet hat. Und das hat immer eine große Bedeutung, das erste Moment. Bei diesem ersten Begegnung hat bei ihm auch etwas ausgelöst in sein Geburtspluto, und das ist Manubrium. Manubrium bestrahlt sein Pluto in sein Geburtshoroskop und das bedeutet ein Handgriff, also handeln oder alles im Griff zu bekommen. Und das, diesem Stern Manubrium hat auch eine orangene Farbe. Sein aufsteigender Mondknoten, das heißt, sein Neuland, was er lernt, karmisch gesehen, in Tierkreiszeichen wieder. Er lernt die Wiedereigenschaften, mal spontan sein, alles, was ihn begeistert, auch mal wagen etwas Neues, nicht allzu viel überlegen, sondern etwas Neues starten, was ihn auch dann begeistert. Und dieser Widder ist im tiefsten Punkt im Horoskop, das gibt ihm die Stabilität, das gibt ihm die Fundament, wenn das wirklich wagt auch. Diese aufsteigende Mondknoten wird bestrahlt oder beeinflusst von Andromeda, also wirkt bei ihm karmisch. Und diese Andromeda-Geschichte hilft ihm, seine karmischen Lernaufgaben zu lernen und damit eine feste Boden unter seinen Füßen ist, die Fundament. Daran liegt sein Fundament.
Deswegen erzähle ich die Geschichte von Andromeda, weil das bringt ihm näher. Und die Geschichte ist von klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine Königin namens Cassiopeia. Und diese Königin hatte eine wunderschöne Tochter Andromeda. Und Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen waren beleidigt und haben sich beschwert bei Poseidon, bei Gott des Meeres, das ist Neptun. Und haben gesagt, ja, das verletzt uns, wenn Cassiopeia sowas erzählt. Und Neptun schickte den Walfisch im Königreich, die prahlende Königin, zu bestrafen. Dieser Walfisch folgte aber nicht, was Poseidon gesagt hat, und handelte anderes. Er nahm einfach Andromeda, diese schöne Königstochter, und fesselte in Felsen. Und in Nähe war Medusa, die Fruchterregende. Und man sagte, wenn jemand Medusa erblickt hat, dann war so viel Angst da wie ein Stein, verwandelte sich alles in Steinen. Und so war auch Andromeda, war gefesselt zu diesem Stein und hat Angst gehabt. Bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und schneidete den Kopf ab von Medusa und Perseus befreite Andromeda von diesem Fessel. Die beiden, Andromeda und Perseus, haben sich verliebt. Und dann kam Pegasus, dieser geflügelten Pferd, und befreit sind sie davon geflogen. Das ist die Geschichte, und diese Geschichte zeigt ihm etwas, was seine Lernaufgabe ist, wie ein Spiegel. Diese Geschichte erzählt ihm etwas. Das ist eine karmische Lernaufgabe. Und wenn du befreit bist von deinen Ängsten, wenn du befreit bist von deinen Fesseln, dann kommt ein Neuanfang. Die Tierkreis zeichnen wieder all das, was dich begeistert. Und wag es auch. Sei mutig. Daran liegt deine Kraft und auch die Sicherheit, die Stabilität, weil das ist dein Fundament. Und sein absteigender Mondknoten zeigt die alten karmischen Erfahrungen und das ist bei ihm die Waage. Und die Waage ist symbolisiert die Partnerschaft, Waage symbolisiert die Gerechtigkeit, Waage symbolisiert die Harmonie und Frieden, die Kunst und die Kreativität. All diese Eigenschaften hat er an sich. Aber welche Einfluss bekommt diese Mondknoten, diese absteigende Mondknoten, die alten karmischen Erfahrungen? Algorab bestrahlt diesen Punkt. Und Algorab ist die Rabe. Und die Rabe symbolisiert diese Lüge. Dazu gibt es auch eine mythologische Geschichte. Und so kann man das verstehen. Und so hat er seine alten karmischen Erfahrungen. Er wurde belogen, aber er hat versucht, alle recht zu machen. Aber die Bedürfnis nach Gerechtigkeit ist da. Aber die Vertrauen hat er verloren. An Vertrauen an die Menschen, weil er wurde belogen und betrügen. Und nicht nur jetzt durch Freundeskreis, sondern auch in alten Karma. Also die Geschichte dazu, zu diesem Algorab, zu dieser Rabe. Apollo, der Sonnengott, sagte zu Rabe, hier ist der goldene Becher und flieg zu Quellwasser und bring frische Wasser zum Zeus, aber beeile dich. Die Rabe sagte dann, ja Apollo, ich beeile mich. Unterwegs findet der Rabe einen Feigenbaum und er hat Lust gehabt, von diesem Feigen zum Speisen. Aber die Feigen waren noch gar nicht reif und die Rabe wartete, bis die Feigen reif waren. Und erst dann fliegt davon und holte von diesem Quellwasser
die frischen Wasser und kehrte zurück zum Apollo. Apollo fragte dann den Raben, »Wo warst du denn so lange? Ich habe doch dir gesagt, du sollst dich beeilen und du hast doch auch versprochen.« Und die Rabe hat gesagt, »Ach, Apollo, weißt du denn, ich kann doch gar nichts dafür. Diese Hydra, diese Wassenschlange war da und sperrte mir den Weg. Er ist schuldig, deswegen komme ich später.« Apollo, der Sonnengott, erkannte, dass der Rabe lügt. Und Apollo hat alle im Himmel gesetzt, auch der Rabe, auch diese goldenen Becher und auch Hydra, diese Wasserschlange. Und die Rabe muss jeden Tag anschauen, auch die goldenen Becher und auch diese Wasserschlange, damit er erinnert sich an diese Lüge. Und in alten Karma hat er immer wieder mit solcher Rabe begegnet und er wurde angelogen. Also in seinem tiefen Inneren hat die Vertrauen verloren und in diesem Leben wiederholt sich das alles. Die Elternhaus gibt nicht die Sicherheit, Stabilität. Die Freunde, Bekannten belügen ihn, betrügen ihn. Die Aufgabe ist, die Vertrauen zu gewinnen, einen festen Boden unter seinen Füßen zu haben, ein Fundament. Das ist die Lernaufgabe und daran auch glauben. Und wer gibt ihm das zurück, dieses Vertrauen? Das bist du. Das bist du, das ist die Liebe, das gibt ihm das zurück. Was interessant ist bei dieser Geschichte der Rabe mit diesem goldenen Becher, was die Rabe muss diese Wasser holen, die Quelle dieses Wassers, das ist nichts anderes als Achenar. Achenar ist diese Quelle und das befindet sich im Stammbild Fluss Eridanus. Und diese Quelle, was die Rabe, die Wasser holt, diese Quelle in Fluss Eridanus, diesem Stamm Ahenar, bestrahlt sein Mond. Das ist seine Quelle, das ist die Wahrheit. Er muss diese Quellwasser holen, wo die Wahrheit liegt. Und wo liegt die Wahrheit? In seiner Intuition. Und jetzt schauen wir an, dein Mondknoten, die aufsteigende Mondknoten, befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Das heißt eine Wandlung, was ist diese Wandlung eigentlich? Das sind wie alchemistische Prozesse. Früher haben die Alchemisten versucht, Metalle zu veredeln, damit Gold zu gewinnen. Wir können das übertragen in unserem seelischen Zustand, unseren Gefühlen und Eigenschaften, Charakterzüge zu veredeln, ein edler Mensch zu sein. Und bei Gefühlen verabschieden von Angst, von Zweifel, von Schuldgefühl, all diesen Gefühlen. So veredeln wir ständig etwas, auch unseren Gefühlen. Und das ist der Prozess. Das ist Skorpion. Das sind diese alchemistischen Prozesse. Und die Skorpion hat nochmal eine wunderbare Eigenschaft. Und das ist die Pluto-Kraft hier im Skorpion, das inneren Kraft. Von alles verabschieden, was Kraft raubt. Alles. Ob das Menschen sind, ob das Gewohnheiten sind, ob das Gegenstände sind, ob das Gefühle sind wie Angst. Alles verabschieden. So bleiben wir in unserem inneren Kern. Und daran liegt die Macht. Und du hast diese Macht und das ist die karmische Lernaufgabe in diese Richtung zum Denken oder Gehen. Und natürlich wirkt das auch auf deine Partnerschaft, weil Pluto, was das alles symbolisiert auch, befindet sich bei dir im Partnerschaftshaus. Pluto in dir gezeichnet Löwe im Partnerschaftshaus. Und das ist die Pluto-Kraft und das zeigt die Skorpion. Und das ist die Lernaufgabe. Dein alten Karma symbolisiert die Tierkreiszeichen Stier. Das sind auch wunderschöne Eigenschaften im Stier. Das sind die Gemütlichkeit, diese Ruhe, diese Gelassenheit, das Besitz, um die Stabilität und Sicherheit zu sorgen. Aber Stier neigt zum Eifersucht.
das kann ein Hindernis sein und von diesem Eifersucht verabschieden. Bei eurer ersten Begegnung, also in diesem Abend, war die aufsteigende Mondknoten im Waage und die absteigende Mondknoten im Widder. Das heißt, das hat ihm etwas erinnert, weil das genau umgekehrt ist. Bei ihm ist die karmische Lernaufgabe Widder und die alte Karma im Waage und bei euren erste Begegnung war das genau umgekehrt, löst alten karmischen Erinnerungen aus vom Widder und die Richtung, die Waage vielleicht etwas zu verbessern und du hast ihm etwas widerspiegelt. Chiron oder Chiron ist ein Kleinplanet im Himmel und zeigt an, wo weh tut, was uns schmerzt oder schwächt oder kränkt in unserem Leben. Aber das ist auch keine Strafe Gottes, sondern hier in diesem Punkt brauchen wir Heilung. Bei ihm kommt das im Elternhaus, kommt auch vom Verwandten und also die ganze Verwandte, die ganze Herkunft, die ganze Elternhaus, das was ihn kränkt. Er hat nicht diese Stabilität vermittelt bekommen. Und da braucht er eine Heilung. Und dieser Punkt, was ihm kränkt, ist auch rückläufig. Chiron ist rückläufig. Also da kommen bei ihm noch karmische Erinnerungen hinzu und braucht diese Heilung in Tierkreiszeichen. Wieder findet diese Heilung, wenn er mutig ist, sich zu wehren, wenn er Mut hat, etwas Neues mal zum Wagen. Also das, was ihm natürlich hilft, daran liegt die Heilung. Und diesem kleinen Planet wird bestrahlt von Diphta. Und diesem Stern Diphta befindet sich im Walfisch. Und die Geschichte habe ich erzählt. Das ist die Geschichte von Andromeda. Und das ist dieser Walfisch, wo Andromeda gefesselt hat in diesem Stein. Und genau dieser Walfisch bestrahlt diesem kleinen Planet Chiron. Und hier braucht er ein Widerstand, einen Widerstand zu leisten. Diese Walfisch, das sind Einflüsse von außen. Diphta, Diphta bedeutet erzwungen an etwas oder wenn jemand versucht, ihm etwas vorzuschreiben, dann bekommt er Angst. Und diese Angst fesselt ihn. Und daran, das wäre die Heilung, von dieser Ängste zu befreien und diese Einflüsse von außen, wo die sagen, du musst das machen oder jemand versucht, ihm was vorzuschreiben, was er gar nicht mag, weil da fühlt er sich gefangen, aber er hat Angst, Nein zu sagen. Er hat Angst, Nein zu sagen und die alte Karma im Waage, natürlich die Neigung dazu, ja, niemand verletzen, schön in Harmonie bleiben. Und hier braucht aber sich zum Wehren, und das ist die Widereigenschaften, über die Tierkreiszeichen wieder herrscht der Kriegsplanet Ares oder Mars. Also sich mal sich durchsetzen und daran liegt die Heilung, dass er mal da Nein sagt. In dein Geburtshoroskop steht dieser Kleinplanet Chiron oder Chiron in Tierkreiszeichen Wassermann und steht in Verbindung zum Lilith. Und das ist im ersten Haus und du bist hier auch gefangen, weil das ist eingesperrt, dieser Wassermann im ersten Haus und wartet darauf, befreit zu werden. Und hier bewegt sich zurzeit die absteigende Mondknoten, was erinnert an alten karmischen Erfahrungen. Was tut dir weh hier im Wassermann? Wassermann sagt auch aus, ich bin außergewöhnlich, ich bin einzigartig. Wenn du das verinnerlichen kannst, dann fühlst du dich befreit. Und die Lilith-Energie sagt auch, du hast auch diesen Wunsch, dieses Bedürfnis. Und du traust es nicht zu, über dich zu denken oder das zu vermitteln. In dem Moment, wenn dir das bewusst ist, wer du bist und das verinnerlichen kannst, dass du anderes bist oder einzigartig bist oder außergewöhnlich bist, was auch du spürst auch innerlich und wenn du das nicht
anerkennen kannst an dir, dann kränkt dir etwas und das ist dieser Chiron oder Chiron. Dann fühlst du dich nicht wohl und fühlst du dich eingeengt, eingesperrt. Also C, versuche zu deinem Selbstbild so verbessern, wo du bewusst bist damit, du bist anderes als alle anderen, du bist einzigartig, du bist außergewöhnlich und so bist auch wahrgenommen von anderen, aber das sollst du selbst auch verinnerlichen. Und dann kommst du Einklang zu deinem Wunsch, auch dein Selbst zu leben und dann kommt hier die Heilung. Du brauchst hier eine Heilung, in dem Moment fühlst du dich befreit. Und das wirkt auch auf den Partnerschaft, weil das widerspiegelt alles. Die Partner nimmt dich auch so wahr und du bist als Löwe im Partnerschaftshaus wie eine Königin, die Regulus, natürlich die königlichen Stern, dann bist du auch so wahrgenommen. Dein Lilith bestrahlt auch ein Sterndorsum, das ist der Rücken der Steinbock und das bedeutet auch Rückenstärkung, also du suchst irgendwie die Rückenstärkung von anderen, aber diesem Sterndorsum, wo die Lilith-Energie bestrahlt, bedeutet auch ungewöhnlich, außergewöhnlich und das passt ganz gut zu Wassermann-Eigenschaften, also fühle dich auch. Bei euren ersten Begegnung war diesem kleinen Planet rückläufig und da kamen alten karmischen Erinnerungen hoch oder Erinnerungen im Kindheit und dieser rückläufige Chiron oder Chiron war in diesem Abend im Tierkreiszeichen Fischen und sein Mond befindet sich im Fischen, also eher bei ihm hat was ausgelöst in seinen Gefühlen, alten verletzten Gefühlen, das kann auch im Kindheit sein. Und bewegte sich dieser Chiron oder Chiron in dem Abend, wo ich kennengelernt habt, in Richtung Achenar. Achenar, wo sein Mond steht. Und das ist das Ende des Flusses, diese Quelle. Also ihr braucht hier die Quelle zum Heilung. Auch besonders er fühlt das so. Sein Lilith-Energie, und das sind die Wünsche, Sehnsüchte, die Träume, die Visionen, aber immer ein Gefühl dabei, oh, das steht mir nicht zu, ich traue das nicht zu, ich glaube das nicht daran, das ist für mich unerreichbar. Das sind diese gemischtes Gefühl, die Wunsch ist wiederkehrend und meldet sich ständig, aber gleich diese davonlaufende Haltung und diese Lilith-Energie ist bei ihm im sechsten Haus und das symbolisiert seine Arbeit. Also er hat beruflichen Wünsche, das ist im Zwilling, also die Kontakte suchen, was kann er verbessern. Das sind auch die Handlungen und die Reisen. Und er hat schon einen Einfluss gehabt auf dem Schiff Argo. Und dieser Schiff Argo beeinflusst sein Horoskop, wo auch vermittelt wurde, er könnte gute Geschäfte machen mit Handlungen und mit Auslandskontakten. Diese Begabung hat er und das fühlt er auch und so kommt diese Lilith-Energie in seinen Arbeitsbereich im Zwilling und Zwilling hat mit Kontakte, Kommunikation und mit Handlungen etwas zu tun. Er kann nicht so handeln im Berufsleben, wie er das gerne möchte, obwohl er Talente hat. Das sagt dieser Schiff Argo, was beeinflusst sein Horoskop. Und das sagt auch sein Gefühl. Sein Gefühl sagt auch, er könnte vieles erreichen beruflich. Also dieser Wunsch, diese Vision, dieser Traum ist da. Aber wieder diese Lilith-Energie, oh, das kann ich nicht. Ich habe die Ausbildung nicht. Andere sind besser. Mir steht das gar nicht zu. Ich traue das gar nicht zu. Und hier hat auch eine Lernaufgabe wieder. Wir sind immer wieder bei ihm im Wiedereigenschaften. Mal etwas Neues zu wagen und dass er dieser Saturn im Tierkreiszeichen wieder belehrt ihn das auch und dieses Thema hat auch im Beruflichen im Lilith im sechsten Haus in Tierkreiszeichen Zwillinge. An diesem Lilith-Energie, das ist ein Schnittpunkt im Himmel, das ist kein Himmelskörper, dieser Schnittpunkt im Himmel, im Mondumlaufbahn, wurde bestrahlt von den Hyaden.
Und diese Hyaden sind die Töchter von Atlas. Das sind die Hyaden und die Plejaden, das sind die Töchter von Atlas. Die sind die Geschwister, zeigt auch Schwesterliebe. Und die sind aber im Tränen. Im Tränen, weil die trauern an ihrem kleinen Bruder. Natürlich ist er eine männliche Person. Und dieser kleine Bruder, was hier als Trauer kommt, das ist dann sein inneres Kind. Das ist wie sein kleiner Bruder, gerade bei Zwillingen, das sind die Zwillinge, das sind zwei Zwillingsbrüder. Das heißt, in Tierkreis zeichnen Zwillingen sind zwei Zwillinge. Das sind die Zwillinge. Die eine heißt Castor und die andere heißt Pollux. Die Geschichte dazu ist, Leda war die Königin von Sparta und Zeus liebte schöne Frauen und verliebte sich an diesem Leda und verführte sie. Und Leda wurde schwanger, aber sie war verheiratet und wurde von ihrem Ehemann, von dem spartanischen König, auch schwanger und gebar die Zwillinge. Die eine war Pollux, und das ist das Göttliche, der Sohn von Zeus. Und die andere war Castor, das war das Menschliche, der Sohn von dem spartanischen König. So kamen die Zwillinge. Die symbolische Bedeutung ist, dass die Zwillinge miteinander verbunden sind. Das eine ist das Menschliche, andere ist das Göttliche. Dieses Bewusstsein, dieses höheren Bewusstsein zu haben, dass wir ein Teil sind von der Schöpfung, von der göttlichen Schöpfung. Und wenn er da befreien kann von dieser sich unterstufen, und das erlebt er im beruflichen Umfeld, sondern er vertraut an seine schöpferische Kraft, dann steigt er höher, dann befreit er sich und hat mehr Erfolg im Beruflichen. Und dieser Hyadum, also das ist die Zwilling, das ist Zwilling, was bei ihm wirkt, in beruflichen Situation, aber nicht nur da, sondern dieser Zwilling öffnet ihm auch zu dem Partnerschaftshaus, also wirkt auch bei beiden Lebensbereichen, auch in Partnerschaft, auch im Arbeitsbereich. Wenn er das nicht zutraut, also die Litene, also Zwilling wirkt bei beiden Lebensbereichen, Zwilling wirkt im Arbeit und Zwilling wirkt auch bei Partnerschaft, aber Lilith ist nur bei Arbeit, genau. Die Lilith-Einfluss hat er nur im Arbeitsbereich. Also die Wünsche sind da, dass er beruflich Erfolg hat, aber er traut es nicht zu und er muss in diesem schöpferische Kraft vertrauen und da würde das in Bewegung kommen, dieser beruflichen Erfolg. Und diese Hyaden, diese sieben Geschwister, die Hyaden, bestrahlen diese Lilith-Energie und die trauern an die kleinen Bruder. Und beim männlichen Horoskop würde ich sagen, das kleine Kind, dieser männliche, der Bruder, also männlich, also dieses kleine Kind wird getraut. Und das würde man so gerne pflegen innerlich. Ich bin noch so ein unschuldiges Kind und wie soll ich jetzt beruflich mich groß rauskommen? Er traut es gar nicht zu und da braucht er auch, würde ihm helfen, das innere Kind zu pflegen, dieses Vertrauen bleiben und das Kind zu verlassen, erwachsen zu sein, im Vertrauen sein, in sein Talent, Fähigkeiten, auf diesem schöpferische Kraft und so könnte seine Berufung leben. So, etwa im Mittelalter galt die arabische Astrologie, diese Zeit, auch die Höhepunkt, die Astrologie und die arabischen Astrologen haben im Glanz gebracht, die Astrologie, und die haben etwas entdeckt. Das Glückspunkt gab früher schon, Glückspunkt gab auch schon in Antiken. Bei ihm steht die Glückspunkt in Partnerschaft, in Familie, also in Partnerschaft erlebt das Glück und bei dir steht das Glückspunkt auch in Partnerschaft. Ganz witzig. Jetzt sehe ich gerade die beiden Horoskopen. Ihr beide habt im Glück in Partnerschaft. Also dieser Glückspunkt ist nichts Neues. Die Araber haben dann im Mittelalter das weiterentwickelt
Und die haben berechnet bestimmte Punkte im Horoskop. Es gibt nicht nur diese Glückspunkte, sondern verschiedene Punkte. Das sind Berechnungen. Das sind Berechnungen im Horoskop. Und mich hat interessiert, wo liegt bei euch die Liebespunkt? Und ich habe das berechnet. Ich habe berechnet bei ihm, habe ich berechnet bei dir. Sein Liebespunkt, also den Glückspunkt habe ich gesagt, den Glückspunkt habt ihr, das ist Fortuna, das Glück, bei ihm in Partnerschaft, bei dir auch in Partnerschaft. Und jetzt schauen wir den Liebespunkt an. Die Liebespunkt befindet sich bei ihm in Tierkreiszeichen Schütze. Genau in diesem Bereich, wo dein Venus ist. Genau in diesem Punkt. Also er hat Glück mit dir. Das ist das Liebespunkt. Also mit dieser Liebe. Mit dieser Liebe, du bist dieser Liebespunkt, weil dein Venus zwar im Grenzbereich zwischen Skorpion und Schütze, dein Venus im Geburtshoroskop befindet sich im Grenzbereich Skorpion Schütze und sein Liebespunkt ist auch in diesem Grenzbereich, aber schon im Schütze, genau in diesem Punkt ist sein Liebespunkt. So, und jetzt sehe ich genau, also Sein Liebespunkt ist im Schütze und dieser Bereich ist dein Venus, die Frau und die Weiblichkeit, diese weibliche Liebesenergie. Und bei euren erster Begegnung, wo ihr euch kennengelernt habt, stand die Schicksalsplanet genau auf sein Liebespunkt in Tierkreiszeichen Schütze und das ist in dem Abend, wo euch begegnet habt, war die Tor zu die Partnerschaft. In diesem Abend, wo ihr begegnet habt, stand die Deszendent oder die Tor zum Partnerschaft im Schütze. Genau in diesem Punkt ist sein Liebespunkt. Genau in diesem Punkt bewegt sich die Schicksalsplanet Saturn. Und genau da ist dein Venus, dein Liebesplanet. Dann habe ich berechnet dein Liebespunkt und dein Liebespunkt befindet sich im Schütze, genau auf sein Aszendent. Genau diese Aszendent und genau in diesem Bereich ist in die Nähe auch die galaktische Zentrum. Also er ist die Zentrum in dein Leben, weil da liegt dein Liebespunkt. So, jetzt schauen wir noch an, in sein Horoskop, die geheime Tore, es ist nicht diese geheime Tore, das öffnet sich Lebensbereiche, ich nenne das immer geheime Tore, man gibt es verschiedene Lebensbereiche und wie öffnet sich das, das sind diese geheime Tore, nicht jeder Lebensbereich hat Einfluss von Sternen, aber das, wo die Einfluss ich sehe, das habe ich alles aufgeschrieben. Die fünfte Haus, das ist das Haus des Kindes, das ist auch die inneren Kind. Und das ist das schöpferische Kraft, auch mal ein Kind zu sein im Leben. Diese geheime Tor zu diesem Lebensbereich wird bestrahlt von einem Stern und dieser Stern heißt Almach. Das kommt von Babylonien. Babylonier sagten der Flug, die Araber sagen Umarmung des Bodens. Hier geht es um Kind oder inneren Kind. Er braucht diese Umarmung. Übersetzt heißt dieser Stern von arabischen Umarmung des Bodens. Und hier im Haus des Kindes, sein inneren Kind, die Babylonier sagen der Flug, also die Befreiung. Dann sein Deszendent, was die Tor bedeutet, die Tor zum Partnerschaft,
bestrahlt von Orion. Und Orion ist das himmlische Jäger. Natürlich, wenn das Frau hinterherläuft, dann ist wie ein Jäger. Aber Orion hat etwas gelernt, dass er nicht immer Sieg hat, sondern die Skorpion hat die Orion besiegt. Also hier ist auch bei ihm eine Lernaufgabe. Das ist nicht der Weg, andere Frauen zu beeindrucken, nur weil das sein Ego streichelt, sondern wenn er seine große Liebe verspielt dadurch. Dadurch kann er natürlich diese Liebe verspielen. Also ihm muss bewusst sein, dass du bist die große Liebe und er sollte diese Beziehung pflegen und nicht auf dem Jagd gehen, wie Orion das gemacht hat. Weil kann sein, dass du genauso reagierst, wie die Skorpion reagiert hat und dann sagst du vorbei, Schluss damit. Also er geht ein gewisses Risiko ein dadurch. Die neunte Haus ist das Haus des Ausland und Reisen, wird auch bestrahlt von einem Stern. Zosma heißt dieser Stern und das bedeutet, übersetzt, es kehrt etwas zurück. Das heißt, wenn ihr auf die Reise geht oder im Ausland etwas aufbaut oder eine zweite Heimat findet im Ausland oder ausländischen Kontakten, dann kehrt etwas zurück. Das ist auch wieder etwas Karmisches. Und hier zeigt auch die Prophezeiung, also das ist wie für ihn vorbestimmt ist. Der höchste Punkt im Horoskop, was überhaupt erreichen kann, oft ist das die Berufung, wird von Seginus bestrahlt und dieser Stern Seginus befindet sich bei Bärenhüter und heißt übersetzt Beschützer, Bewacher, also er bekommt Schutz und Unterstützung in seinem beruflichen Aufstieg. Die elfte Haus, die Freundschaften im Geburtshoroskop, liegt da ein verletzter Neptun, das sind die Betrug und Lügen. Aber hier zu dem Haus, die Freundschaften, Bekanntschaften, hier gibt es auch eine geheime Tor, wie man sie öffnet, diesem Lebensbereich. Und das wird von Alpeka bestrahlt. Und Alpeka bedeutet ein Ring, das ist die Ring des Sternen, das ist ein Geschenk. Alpeka ist ein Hochzeitsgeschenk von Ariadne, was Venus gegeben hat. Dieser Stern symbolisiert es. Diese Ariadne hat sich verheiratet mit Dionysos, dem Weingott. Und zu diesem Hochzeit wurde Venus eingeladen. Und Venus hat ein Geschenk gebracht und diesem Stern symbolisiert dieses Geschenk, Alpeka. Und das wirkt auf seinen Freundeskreis. Das heißt, die Freundschaften können für ihn auch ein Geschenk sein. Umgekehrt kann aber auch bedeuten, dass die Freunde erwarten, Geschenke von ihm wurde ausgenutzt oder betrogen. Also kann auch in andere Richtung gehen. Das ist natürlich der Neptun. Einfluss zeigt eher in diese Richtung. Die zwölfte Haus, dieser geheimnisvolle zwölfte Haus, was auch einen Bezug hat zu dem Tierkreiszeichen Fischen, weil hier ist die, das symbolisiert eigentlich, hat eine Analogie zu Tierkreiszeichen Fischen, das ist dieser geheimnisvolle zwölfte Haus, die geheime. Und hier ist auch ein geheime Tor zu dem zwölften Haus, das Haus die Geheimnisse. Und es wird auch von Schlangenträger bestrahlt. Die Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, dieser himmlischen Arzt. Die Geschichte habe ich schon erzählt. Also auch wählerisch sein, weil hier in diesem zwölften Haus nicht nur die Geheimnisse sind verborgen, sondern auch die Feinde, die geheime Feinde. Also da muss er auch wählerisch sein, so wie die Schlangenträger natürlich auch wichtige Entscheidungen getroffen hat, musste auch Entscheidungen zwischen den beiden Schlangen und das bedeutet auch hier erkennen diese Geheimnisse, was im Verborgenen liegt, auch die geheimen Feinden. Jetzt schauen wir an, welche Einflüsse habt ihr in die nächste Zeit. Saturn, dieser Schicksalsplanet Saturn, ist in sein Horoskop, in sein Tierkreiszeichen Widder.
Und da hat karmische Lernaufgabe. Und in diesem Bereich bewegt sich zurzeit der Planet Uranus. Und Uranus sorgt für Veränderungen, Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Und Uranus lief über sein Saturn in Zeitpunkt November 2017. Dann wurde er rückläufig und dann wieder direktläufig. Und Februar 2018 stand er wieder unter Uranus-Einfluss. Also hat was verändert bei ihm schicksalhaft. Dann, dieser Saturn im Tierkreiszeichen wieder in sein Horoskop, hat bekommen einen Einfluss von dem Liebesplanet Venus am 26. und 27. März 2018. Das kann bezüglich Liebe, Partnerschaft sein oder eine Frau hat einen Einfluss genommen in diesem Zeitpunkt. Das war auch schicksalshaft und da hat er auch Lernaufgabe gehabt und das war der Zeitpunkt 27. März 2018. Wir bleiben noch bei Saturn. Saturn im Widder, in seinem Geburtshoroskop. Es wird ein Einfluss kommen von Merkur, löst Gespräche aus. Merkur hat einen Bezug zu Kommunikation und es wird auch schicksalhaft sein. Hat vielleicht auch Lernaufgabe oder eine wichtige Nachricht. Kommt um Zeitpunkt 10.11. Mai 2018. Dann sein geheime Tor, die Tor zum Partnerschaft, befindet sich bei ihm im Zwilling. Und da kommt ein Venus-Einfluss, eine Frau öffnet sich dem Tor zu seiner Partnerschaft und dieser Einfluss kommt am 10. Mai 2018. Merkur, das ist der Planet der Kommunikation, ein Nachricht, hat auch etwas mit der Partnerschaft zu tun. Dieser Einfluss, dieser Merkur-Einfluss kommt dann ab 5. Mai 2018. Das heißt, die Liebesplanet Venus tritt ein in sein Partnerschaftshaus am 10. Mai 2018. Dann wirkt einigen Tagen und Wochen und die Merkur-Einfluss, die Kommunikation kommt dann in sein Partnerschaftshaus am 5. Mai 2018 und wird auch ein paar Wochen lang hier wirksam sein in seiner Partnerschaft. Sein Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und es war auch ein Einfluss von die aufsteigenden Mondknoten, wo er der karmischen Lernaufgabe hat, sich zu befreit fühlen und auch zu seinem Selbst stehen, diese Selbstfindung. Und dieser Einfluss hat er gehabt Anfang November 2017. Die karmischen Knoten, die aufsteigenden Mondknoten, lief über seine Sonne in Tierkreiszeichen Löwe. Venus wird auch wirksam sein, das kann die Liebe bedeuten oder eine Frau bedeuten, wirkt auch auf seine Löwe-Sonne am 31. August 2018. Saturn wirkt bei ihm im ersten Haus, bei ihm ist Steinbock im ersten Haus und es ist wieder sein Selbst, wie er sich darstellt, seine Persönlichkeit, wie sich das ändert, steht auch im Saturn-Einfluss. Du auch, weil du hast Aszendent Steinbock, er hat Aszendent Schütze, aber Steinbock ist immer noch im ersten Haus. Das wirkt auch auf seine Persönlichkeit. Ihr beide steht im persönlichen Umfeld, in euren Persönlichkeit, genau, euren Persönlichkeit, ihr beide steht unter einem Saturn-Einfluss. Uranus wirkt in Tierkreiszeichen wieder, das in seinen häuslichen Bereich. Das heißt, bei ihm kann Veränderungen kommen im häuslichen Bereich, nicht nur jetzt, auch in die nächste Zeit, weil das wirkt im wohnlichen Situation, es kann auch Umzug bedeuten.
Die aufsteigende Mondknoten wirkt bei immer noch im Löwe, und das ist das achte Haus, dieses Skorpionhaus, die Haus die Transformation, und die hat, er hat da eine Lernaufgabe, zu sich selbst zu stehen, befreit von Ängsten, die Gefühle transformieren, diese Selbstfindung, das sind karmische Lernaufgaben zur Zeit, und das ist im achte Haus. Das ist diese Transformation, und die absteigende Mondknoten bewegt sich im Wassermann, und das trifft seine Finanzen. Und nicht nur die Löwe in diesem achten Haus eingesperrt, sondern auch die Wassermann im Finanzhaus ist auch eingesperrt. Und das bedeutet seine Wertschätzung, sein Selbstwertgefühl, wie er zu Werten steht, und auch die Finanzen ziemlich eingeschränkt. Und hier hat er auch karmische Lernaufgabe, und die Finanzen im Fluss zu bringen, beginnt immer mit dem eigenen Selbstwertgefühl, weil so wie seine Wertschätzung ist, so läuft auch finanziell. Wenn er sagt, ich bin das nicht wert, oder ich fühle mich wertlos, das wirkt auch auf die Finanzen, und hier hat auch eine karmische Lernaufgabe, davon zu befreien, zu seinen Werten zu stehen, zu sein Selbst zu stehen, und das ist diese Selbstfindung zur Zeit, und es wirkt auch auf den Finanzen. In seinem Geburtshoroskop wird seine Sonne sehr schön bestrahlt, oder die Sonne bestrahlt seinen Aszendent, also die Sonne im Löwen, sein Aszendent im Schütze, sie stehen eine sehr schöne Verbindung. Eigentlich nach außen wirkt er gar nicht so unsicher. Andere Menschen würden sagen, er ist charmant, er hat Erfolg, er hat ein tolles, selbstbewusstes Auftreten. Also er wird ganz anders eingeschätzt, wie er sich eigentlich innerlich manchmal unsicher fühlt. Dann die fünfte Haus, das Haus des Kindes, das inneren Kind, wird auch sehr gut bestrahlt, und das sind auch die karmischen Knoten, wo hier ein Einfluss hat, und es würde ihm befreien oder besser gehen für ihn, besser gehen, wenn auch karmisch, diese karmischen Lernaufgabe, auch mutiger zu sein oder mal Mut zu haben, etwas Neues zu anfangen, diese Stabilität zu fühlen, diese Basis, dieses Fundament, das findet er, und daran liegt auch die karmischen Aufgaben teilweise. Das sucht er auch, das findet er, wenn in diesem fünften Haus dieses inneren Kind leben kann. Der Tür zur Partnerschaft, diese geheime Tür zum Partnerschaft, wird auch sehr gut bestrahlt von der Sonne. Also er hat diesen Wunsch auch, und er möchte auch diese Wahrheit haben. Diese Wahrheit möchte er auch glauben, dass es eine glückliche Partnerschaft gibt. Das ist sein Wunsch eigentlich. Sein Wunsch ist, eine glückliche Partnerschaft zu leben, wo auch Vertrauen da ist. Und das ist auch sehr gut bestrahlt, diese Tür. Dann die Tür zum Ausland, die Reisen, da wird bestrahlt von den Mondknoten, von beiden Mondknoten, auch von absteigenden Mondknoten, auch von aufsteigenden Mondknoten. Also hat einen karmischen Weg, karmischen Lernaufgabe auf jeden Fall von im Ausland, von im Ausland. So. Liebe Marlene, soweit habe ich die Horoskop erklärt. Du hast auch Fragen gestellt. Ich habe das mal aufgeschrieben, deine Fragen. Das möchte ich auch beantworten. Also die erste Frage, was du gestellt hast, wie lange dauert sein Prozess, dieser karmischen Prozess?
Also das löst aus natürlich die Uranus im Tierkreiszeichen Widder, weil im Widder ist seine gesamte Ballung von karmischen Erfahrungen. Hier ist die rückläufige Saturn, die Planet des Schicksals, der Planet des Karma, und das belehrt ihn aus. Dann hier ist dieser rückläufige Chiron, wo seine Verletzungen liegen, auch die aufsteigende Mondknoten, diese karmischen Lernaufgabe, alles im Widder. Und die Planet Uranus, was Veränderungen bringt, immer Veränderungen, bewegt sich bis Mai dieses Jahres im Widder. Also es steht bis Mai auf jeden Fall noch in diesem Prozess drin. Und dann übergeht in Tierkreiszeichen Stier, dann wird es etwas ruhiger sein. Aber dieser Uranus wird dann rückläufig. Das heißt, ab Mai 2018 übergeht Uranus in Tierkreiszeichen Stier. Dann wird das etwas leichter, wird aber rückläufig sein, und von 8. August 2018 bis 7. November 2018 wird dieser Uranus wieder bei Tierkreiszeichen wieder sein. Das hat wieder karmische Themen. Und dann wird aber bis 7. Januar 2019 sein, da ist noch im Widder, und ab 7. März 2019 verlässt Uranus endgültig die Tierkreiszeichen Widder. Dann hat bis dahin seine ganze Lernaufgabe, seine karmische Lernaufgabe, könnte man sagen, erledigt, diese Veränderungen. Also grob gesagt, er steht bis 7. März 2019 in diesem Veränderungsprozess. Mal wird besser, mal weniger, je nachdem, wo sich Uranus bewegt, wie der Stier, wird mal rückläufig sein. Und Saturn wirkt natürlich auch, weil Saturn lenkt die Schicksal, ein bisschen korrigiert die Schicksal, belernt uns. Auch Saturn ist die Planet, auch die Karma. Und er wird noch in seinem persönlichen Bereich sein bis 10. Februar 2020. Und dann übergeht im Finanzbereich. Also bis 10. Februar 2020. Bei dir genauso, bei dir ist witzig, bei dir ist auch bis 10. Februar 2020 stehst du im Saturn-Einfluss. Das heißt aber nicht, dass Saturn plagt euch, sondern das formt alles. Und wenn ihr in die richtige Richtung euch bewegt, dann Saturn stabilisiert sich alles. Oft kommt unter Saturn-Einfluss sogar ein Heirat. Das heißt, Saturn korrigiert unserem Schicksal und versucht uns in die goldenen Wege, in den richtigen Weg zu lenken, was auch im Geburtshoroskop beschrieben ist, was auch unsere Seele kennt. Und wenn wir in den richtigen Weg zu bewegen, in richtige Berufung leben oder in richtige Partnerschaft leben, dann kommt den Lob. Dann stabilisiert Saturn das alles, und oft kommen dann zu einem Vertrag oder ein Heirat. Also es ist nicht nur Lernaufgabe, sondern dann kommt die Struktur. Nicht vergessen, was ich erzählt habe. Saturn ist astromedizinisch zugeordnet zu unserem Knochensystem, zu unserem Skelett und Haut. Also das ist die Essenz von diesem Planet, uns Halt zu geben im Leben, eine Struktur zu geben, Sicherheit und Stabilität und auch Schutz zu geben, etwas in Form zu bringen. Ihr beide seid geformt durch diesen Planet bis 10. Februar 2020. Die nächste Frage war auch, wie lange dauert mein Saturn? Das war deine Frage, genauso wie bei ihm. Ihr habt die Datum identisch, bei dir auch bis 10. Februar 2020. Dann war die Frage, ob er untreu ist oder Intrigen hat. Also sein Venus, was die Liebe betrifft, wie er zu Liebe steht, wie er die Liebe versteht auch.
ob treu ist oder untreu ist oder wie möchte er die Liebe leben. Bei ihm ist die Jungfrau, kann gar nicht untreu sein, weil bei ihm ist wichtig, dass die Liebe rein und sauber ist. Also ich glaube an seine Treue. Aber dieser eingesperrte Löwe, dieses Bedürfnis nach Glanz, im Mittelpunkt zu stehen, bewundert zu sein, sein Ego genießt natürlich, dass die Damen ihn bewundern. Aber wenn er selbstbewusst ist und von sich überzeugt ist, dann braucht diese Bewunderung nicht. Und genau das ist dieser Prozess, diese Befreiung, dass er mit seinen Werten bewusst ist, dass er sein Selbstbewusstsein lebt, dann braucht das alles nicht. Und er hat die Venus im Jungfrau, er braucht diese Fremdgehen nicht. Sein Mars ist zwar im Löwe, aber gut bestrahlt, da ist auch kein Betrug zum Sehen. So, Mars und Venus sind die zwei Liebesplaneten. Venus im Jungfrau, Mars im Löwen, aber Mars ist auch schön bestrahlt, Venus ist auch schön bestrahlt. Es liegt kein Betrug da. Aber sein Bekanntenkreis, Freundeskreis, da kommt die Betrug und da kommt die Lüge. Vielleicht auch durch Intrigen könnt ihr auch vorstellen, dass jemand dir was Falsches erzählt von seinem Bekanntenkreis und behauptet, dass er fremd geht. Damit kannst du rechnen. Dann hast du auch gefragt, ob da irgendein Betrug da liegt, oder Untreue oder Betrug, ja, also in seinem Bekanntenkreis, Freundeskreis liegt die Betrug da, das sehe ich schon so. Und da hat er auch eine Lernaufgabe, weil dieser Neptun, was die Betrug andeutet, bekommt einen Einfluss auch von Saturn, wo er Lernaufgabe hat. Das heißt, in seinem Geburtshoroskop steht Neptun verletzt im Freundeskreis und das zeigt diese Betrügerei und Lügen an. Und dieser Neptun ist nicht nur ein Quadrat zu Merkur, diese ganze Betrügerei, sondern er hat einen Quinkungsaspekt zu Saturn. Und Saturn zeigt hier auch eine Lernaufgabe. Und dieser Quinkungsaspekt bedeutet, es kann mal so ausgehen. Sei wählerisch, unterscheide dich, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen. Dieser Quinkungsaspekt vermittle ich immer wie ein Pendel, kann in beide Richtungen ausschlagen. Das heißt, er hat auch gute Freunde, aber auch schlechte Freunde. Und es kann mal so ausgehen, mal so ausgehen. Und hier ist die Lernaufgabe, das zu unterscheiden, wen kann er vertrauen, wen gehört zu seinem Freundeskreis und wen nicht. Also er hat mit dieser Betrügerei zum Rechnen, ja. Dann war deine Frage, ob du ihm vertrauen kannst. Astrologisch würde ich sagen, ja, du kannst ihm vertrauen, aber wir machen noch eine Legung auch noch und wir schauen im Karten nochmal das genauer an. Dann hast du gefragt, ob er finanzielle Schwierigkeiten bekommt durch eine dritte Person. Ich würde sagen, ja. Seine Finanzen ist die Tierkreiszeichen Wassermann eingesperrt. Und genau hier bewegt sich gerade die absteigende Mondknoten, die alte Karma, die alten karmischen Erinnerungen, Erfahrungen. Oder wiederkehrt sich etwas von alten Karma. Und da ist eine Sperre da, das ist eingesperrt. Natürlich hängt das auch, wie ich schon sagte, mit seiner Wertschätzung zusammen. Dass er lernt, zu seinen eigenen Werten zu stehen. Und sagen, ich bin wertvoll, mir steht das zu, ich habe das verdient. Solche Sätze sollte er üben. Und also erstes Mal, dass hier die Finanzen eingesperrt sind. Und zurzeit bewegt sich hier der absteigende Mondknoten. Und wann war das jetzt? Schaue ich mal das an. Am 10. Februar, genau, am 10. Februar 2020 verlässt Saturn die erste Haus bei dir und auch bei ihm, bei euch beiden und übergeht im Finanzhaus. Also ab
10. Februar 2020 bei euch beiden wird die Schicksalsplanet Saturn im Bereich die Werte, im Bereich in Finanzen. Und da wird alles überprüft. Und natürlich hier ist auch wichtig, wo investiert ihr, wen könnt ihr finanziell vertrauen und handelt sich um Werten. Und kommen die Lernaufgaben. Kommen die Lernaufgaben bei dir, aber bei ihm auch. Also ich würde das so sagen, ja, er wird finanzielle Schwierigkeiten haben, es ist alles eingesperrt. Hat damit was zu tun, dass er aus dem Weg geht. Ja, er fühlt sich nicht ganz frei, er steht auch nicht zu seinen Werten, er hat finanzielle Sorgen, kann natürlich auch ein Grund sein, dass er auf dem Weg geht. Dann hast du gefragt, ob er ein Problem damit hat, dass du mit deinem Ex-Mann zusammenarbeitest. Ja, er hat damit ein Problem, ja, aber er gibt es nicht zu. Ist er überhaupt bindungsfähig, war deine nächste Frage. Ja, in jedem Fall ist er bindungsfähig. Das würde ich hundertprozentige Sicherheit sagen, weil in seinem Geburtshoroskop liegt der Glückspunkt im, im Partnerschaftshaus. Vorher waren wir bei Finanzen. Jetzt lässt die Konzentration nach wahrscheinlich. Also die Frage war, ob er bindungsfähig ist. Ja, mit Sicherheit. Sein Glückspunkt befindet sich in Partnerschaftshaus, in Tierkreiszeichen Krebs. Und Krebs ist natürlich dieses Gefühl, eine Familie zu haben, dieses Wunsch. Und sein Mond ist im Fischen, steht auch eine schöne Verbindung zu diesem Krebs, auch zu diesem Glückspunkt. Das, was ihm glücklich machen würde, eine Partnerin zu haben, eine feste Partnerschaft zum Leben, wo er sagen kann, da fühle ich mich sicher, angekommen, das ist meine Familie, das ist sein Traum und das ist auch sein Glück. Ja, er ist bindungsfähig. Dann kann er überhaupt Entscheidungen treffen, auch in Beziehung. Schwierig trifft er Entscheidungen. Warum? Weil sein alten karmischen Knoten, der alten karmischen Erfahrungen, diese Essenz liegt im Waage. Die Waagen haben wunderbare Eigenschaften. Das ist seine Harmoniebedürftigkeit, die Gerechtigkeitssinn, sein guter Geschmack oder die Schönheitssinn oder die Kreativität. Er ist ein harmoniebedürftiger Mensch und das hat er von alten Karma. Das ist der Bereich, wo er sich auskennt. Das ist vertraut. Waage ist für ihn vertraut. Aber die Waagen treffen schwer Entscheidungen, weil die wiegen alles ab. Also da kommt schon mal die Schwierigkeiten bei Entscheidungen. Dann kommt noch dazu, dass er eine Jodfigur hat im Horoskop. Und das bedeutet, sind drei Planeten miteinander verbunden. Und diese drei Planeten befinden sich in drei verschiedenen Tierkreiszeichen. Und diese drei verschiedenen Tierkreiszeichen gehören zu drei verschiedenen Elementen. Da verbindet sich Neptun in Tierkreiszeichen Skorpion, und das ist Wasserelement. Dann verbindet sich Saturn in Tierkreiszeichen Widder, das ist Feuerelement. Und verbindet sich Uranus im Grenzbereich zwischen Waage und Jungfrau, befindet sich aber, hier ist dann bei Waage Luftelement, bei Jungfrau Erdeelement. Und das bedeutet, gerade weil Uranus spielt auch eine Rolle, Saturn auch ein, Uranus werde die Veränderungen bedeuten, dann die Neptun, die Entscheidungen, was er erlebt hat und fühlt auch Skorpion, natürlich fühlt er auch. Und Saturn, wo auch Lernaufgabe hat, mal mutig zu sein, mal was Neues ausprobieren, die stehen in einem Konflikt.
Weil alle Element vermittelt etwas anderes. Die Skorpion ist eher Wasserelement, erstmal passiv. Und fühlt das, ist das richtig, ist das nicht richtig. Dann die Uranus im Grenzbereich, Waage und Jungfrau. Bei Uranus geht es immer um Veränderungen. Bei Jungfrau diese, ich muss das alles noch analysieren und dazu brauche ich auch Zeit. Bei Waage, weil ich muss das alles abwägen erstmal, ob das richtig ist oder nicht. Also Uranus und Neptun ist erstmal abwiegend, abwartend, analytisch und versucht erstmal verinnerlichen, wie fühlt sich das alles an. Und die Spitze an diesem Jodfigur ist die Lösung. Und das ist Saturn, das ist die Lösung, spontan zu sein und Waage, nicht zu viel überlegen, nicht zu viel nachdenken. Wenn es sich gut anfühlt und begeistert ist, dann sofort starten. Und daran liegt eigentlich die Lösung. Aber die Neigung dieser Jodfigur, das wirkt bei ihm erstmal alles abwägen und überlegen, hin und her überlegen und nochmal überlegen und nochmal eins draufschlafen und wie fühlt sich das an und dann diese Unsicherheit. Und das macht ihn innerlich gerissen. Gerade wenn das um Entscheidungen, was die Entscheidungen betrifft. Und hier hat er eine Lernaufgabe. Und Saturn zeigt den Weg oder Ausweg. Saturn zeigt die Lösung. Und die Lösung liegt ihm wieder. Und da ist auch seine karmische Lernaufgabe. Weil so bringt sein Leben in Ordnung. Alles, was ihn begeistert, mit Feuer und Flamme sein, das ist Feuerelement, immer schnell sein, schnell und klare Entscheidungen treffen und mutig etwas Neues auch mal wagen. Aber deine Frage war, ob er Schwierigkeiten hat mit Entscheidungen, ja, der hat da Schwierigkeiten, genau, das löst die absteigende Mondknoten im Waage und dieser Jodfigur. Sein Suchtproblemen, das kommt vieles im Freundeskreis, Bekanntenkreis, dieser Neptun im 11. Haus. Lösung gibt auch, wenn er sein Löwe-Sonne lebt, wenn er befreit ist, was er gerade diesen Prozess befindet, diese Wandlung im Haus des Skorpion, diese 8. Haus. Und hier befindet sich sein Löwe und mit seinen Lebensschritten, mit diesen 7 Jahren Lebensphasen, dieser 7 Jahren Periode, befindet sich gerade hier. Also das heißt, er macht gerade diese Wandlung und wenn sich befreit und diese Selbst, gesundes Selbstbild und Selbstvertrauen hat und es ist Einklang mit seinen Gefühlen und erkennt seine Quelle, diese Achernar, das Fluss des Eridanus, diese Wasserquelle, das ist seine Intuition, dann kommt ihm Harmonie, im inneren Harmonie. Und dann braucht kein Alkohol oder sonst was, überhaupt nicht. Die nächste Frage war, ob du Kontakt zu ihm aufnehmen sollst. Unbedingt. Unbedingt erkenne, er ist der Mann für dich. Besseres findest nicht. Das ist meine Meinung. Hat diese Beziehung Erfolg? Ja, das hat Erfolg. Soll ich ihn loslassen? Du kannst ihn gar nicht loslassen, weil deine Seele lässt es gar nicht zu. Du weißt, dass er dein Mann ist. In welchem Ort wäre passend? Süden, das war dieser Zeiger, das Kreuz des Südens, das zeigt die Richtung Süden. Eine feste Beziehung, ob für dich eine feste Beziehung vorgesehen ist, karmisch. Natürlich, du hast Löwe im 7. Haus, das ist das Haus der Partnerschaft. Es ist zwar eingesperrt, aber ihr seid gerade in diesem Prozess befreit zu sein. In sein Selbst wird hier befreit und bei dir auch diese Angst loszulassen und erkennen, dass dein Glück liegt in Partnerschaft und erkennen, er ist der Mann,
weil für dich bestimmt ist und dass hier die Karma etwas wiederholt, aber das ist gut gemeint, liegt auch das Glück hier. Du hast die Glück im siebten Haus, die Veränderung im siebten Haus, die karmischen Knoten bewegt sich jetzt hier im Löwe. Also auf jeden Fall eine Beziehung wird jetzt kommen. Und deine Frage war, ob dein Ex-Mann neidisch ist. Ja, sein Lilith ist im siebten Haus, das heißt, diese Sehnsüchte, diese Erinnerungen, aber da volllaufen, er gibt auch nicht das zu. Also das löst auf jeden Fall auch diese, vielleicht immer noch diese Erinnerungen, dass er gerne diese Ehe nochmal leben würde, aber er gibt es auch nicht zu. Die Lilith-Energie, die Sehnsüchte, aber davonlaufen. Seine jetzige Beziehung, ich habe die Planeten von ihr angeschaut, also in vielen Hinsichten passen sie sehr gut zusammen, aber bei ihm ist sehr ausgeprägt das Geld, Venus im Stier, und Stier hat einen Bezug zu Besitz, zum Geld, und ihr Mond im zweiten Haus, also wieder das Geld. Also das Geld spielt auf jeden Fall eine Rolle. Sie passen in vielen Hinsichten sehr gut zusammen, aber man weiß nicht, ob das wirklich nur Liebe ist oder auch das Geld, weil die Geld spielt auf jeden Fall auch sehr wichtige, ist auch eine sehr wichtige Rolle in dieser Beziehung. Dann die nächste Frage, ob für dich eine neue Partnerschaft besteht. Also ich würde sagen, er ist eigentlich dein Partner, du brauchst keine neue Partnerschaft, Chancen hast mit Sicherheit. Dann hast du gefragt, welche Sternzeichen passt zu mir. Das ist Schütze, Löwe, Widder und Waage. Da kommst du in Harmonie. Und ob du eine dauerhafte Partnerschaft leben kannst oder wo liegt die Blockade, das ist diese Sperre bei dir im Partnerschaftshaus und im ersten Haus. Das heißt, erste Haus, das Ich, Partnerschaftshaus ist, dass du die Partnerschaft erstmal zu deinen Wassermann auch leben, Wassermann in erste Haus, wo du zu dir sagst, ich bin außergewöhnlich, ich bin ungewöhnlich. Und das strahlst du auch aus, mit diesen Werten bewusst zu sein und lebst dein Selbst, diese Außergewöhnlichkeit an dir, und dass die Ängste verlierst, was die Partnerschaft betrifft, dann bist du befreit und daran liegt eigentlich dein Glück. Und du wirst eine dauerhafte, glückliche Partnerschaft leben. Dann hast du gefragt, wann ist der Zeitpunkt für eine Beziehung? Jetzt gerade, weil da bewegt sich gerade die karmischen Knoten, also das aktiviert dein Partnerschaftshaus jetzt schon. Und dann hast du gefragt, warum das Männer mich betrügen und was kann ich besser. Eigentlich, du hast im Geburtshoroskop ein sehr schönes Maß, also das liegt gar nicht an die Männer, sondern dein Mond ist verletzt. Also handelt sich auch um deinen Gefühlen, Angst davon zu haben. Und dem Moment, wo du diese Angst hast, wieder das nochmal erleben, wieder verletzt zu werden, wieder betrogen werden, mit diesem Gefühl ziehst du das auch an. Also automatisch kommen solche Männer in dein Kreuzen, in dein Lebensweg, wo du das wieder erlebst. Also versuch eher diese Angst loslassen, deine Gefühle. Und da hast du einen wunderschönen Bezug zu Männern oder zu ihm, weil du hast ein sehr schön bestrahlter Mars im Horoskop, liegt kein Betrug da. Du hast, ich habe gesagt, ein großes Glück. Das ist Mars, der Mann, auch dein Saturn, dein Schicksal und Uranus im Partnerschaftshaus, die Veränderung in dein Partnerschaftshaus. Dein großes Glück liegt in die Liebe, Partnerschaft, Ehe. Das ist dein großes Glück. Und dieser Mann betrügt dich nicht. Wo du Probleme hast, das sind deine eigenen Gefühle, Angst davon zu haben. Dann war die nächste Frage, du gehst auf die Reise und ob du da Chancen hast, in diesem Reise wieder eine neue Liebe zum
jemand kennenzulernen, Chancen hast, ja, aber dieser Mann, wo du liebst, findest nicht. Das ist der, dein Herzensmann, das ist er. Besseres findest du nicht. Dann, ob die Reise gut ist für dich. Die Reise ist sehr gut und du hast einen guten Merkur-Einfluss, das symbolisiert die Reisen, die Kontakte ist sehr schön. Venus ist sehr schön, das könnte auch wieder eine neue Begegnung sein natürlich. Das wirkt auf dem Wohlbefinden, aber auch Liebe, Partnerschaft. Mars steht auch sehr gut, also du hast guten Einfluss auf diesen Zeitpunkt, was die Reise betrifft. Und dann hast du auch gefragt, wie reagierst du gegen Betrug, wenn jemand versucht, dich zu betrügen. Wie ich schon sagte, das löst aus deinem Gefühl, Angst davon zu haben. Und wenn du das verstehst, dass du mit dieser Angst eigentlich das bestellst selbst, weil das ist deine Ausstrahlung und genau dieser Betrug kommt entgegen, versuch diese Angst loslassen. In dem Moment ist die Vertrauen da, betrügt dich niemand. Dann dein Buch, ob du veröffentlichen kannst und wann. Ja, liegt auch sehr gut. Du hast im höchsten Punkt im Horoskop, und es ist Öffentlichkeit und Erfolg und Anerkennung, ist im Skorpion. Und im Skorpion bewegt sich gerade Jupiter. Und Jupiter gibt die Chancen und Möglichkeiten und den Glück, also das ist die Öffentlichkeit, das wäre richtiger Zeitpunkt, das Buch zu veröffentlichen. Und bis 8. November 2018 wirkt hier Jupiter und bringt dir, also dieses Glück, das Buch zu veröffentlichen, Anerkennung zu bekommen. Bis 8. November 2018. So, dann habe ich diese Fragen auch beantwortet. Und jetzt mal ein Blick auf dem Solarhoroskop. Und das bedeutet von einem Geburtstag zu dem anderen Geburtstag. Ein Jahreshoroskop, ein Solarhoroskop ist nicht von Januar bis Dezember, sondern von einem Geburtstag bis zum nächsten Geburtstag, aber auch nicht. Es ist auch nicht ganz korrekt, weil es handelt sich nicht um den Geburtstag und Geburtsurzeit, sondern ein Jahreshoroskop bedeutet, wenn die Sonnenbewegung erreicht, exakt diesen Punkt, wo im Geburtsmoment stand, im gleichen Tierkreiszeichen, im gleichen Gradzahl und Minuten und Bogenminuten, dieser Atemzug bei diesem Augenblick, bei diesem Moment beginnt das neue Lebensalter, das neue Jahr. Und bei ihm wird sehr wichtig sein, eine Aufgabe zu haben. Er hat Ziele auch, innerliche Unsicherheit, wieder Schwierigkeiten bei Entscheidungen und ganz wichtige Thema wird die Partnerschaft sein, ganz wichtiges Thema, auch karmisch bedingt und diesbezüglich trifft die Entscheidungen. Das ist sein Lebensthema, also beruflichen Erfolg und Anerkennung ist wichtig, einen inneren Zerrissenheit, die Richtung, wo er denkt, was er verwirklichen möchte, das ist die Liebe Partnerschaft und da Entscheidungen treffen, aber neigt dazu immer noch diese Jodfigur, hier entsteht wieder diese Jodfigur, so hin und her gerissen, halt soll ich nicht, kann ich vertrauen, kann ich nicht vertrauen, aber die Bedürfnis ist da, in Partnerschaft zu leben und auch die karmische Lernaufgabe, wieder diese Chance, liegt auch die aufsteigende Mondknoten da, die Aufgabe, diese Partnerschaft zu leben. Aber vielleicht kannst du ein Verständnis zeigen dafür, dass er innerlich sehr unsicher ist, fehlt auch die Vertrauen. Er hat auch seine Ängste und diese Hin- und Hergerissenheit, das hat mit dir persönlich gar nichts zu tun, sondern das sind seine Themen, dass diese Unsicherheit, seine Unsicherheit vielleicht überwinden, damit du Verständnis zeigst oder vertraust ihm. Und dein Jahreshoroskop bedeutet, du befindest dich in einer Wandlung, du findest zu dir selbst. Witzig ist, dass bei seinem Jahreshoroskop ist ein Neumond
Und bei deinem Jahreshoroskop ist auch ein Neumond. Das heißt, Sonne-Mond steht in Konjunktion bei beiden Jahreshoroskopen. Also die Neumond wird bei euch beide in diesem Lebensjahr sehr wichtig sein. Und Neumond bedeutet das innere Licht, die Rückzug, die Nachdenklichkeit, die Meditation hilft, weil da bekommt ihr die Klarheit. In inneren Kraft, in inneren Licht ist die Orientierung, da ist die Klarheit bei ihm und bei dir auch. Bei ihm ist es noch die Zweifel, die innere Unsicherheit, er ist ein bisschen zerrissen innerlich und trifft sehr schwer diese Entscheidung immer noch. Aber bei dir kommt mehr Stabilität, mehr Klarheit, mehr Orientierung. Du befindest dich in einer Wandlung, du stehst auch zu deinen Werten. Und das, was du vermittelst auch, und kommt in die Partnerschaft die Stabilität. Und das war diese Beratungsvideo. Liebe Marlene, ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich auch für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.